Mein Name ist Arnold Schölzel. Ich bin Mitglied im Vorstand der Max-Engels-Stiftung Wuppertal und freue mich, dass es mit allen, die wir für dieses Podium vorgesehen haben, jetzt offensichtlich auch gut klappt. Ich möchte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vorstellen. Zum einen nimmt bei uns hier teil Eva Bockenheimer. Sie ist Philosophin und gewerkschaftliche Bildungsreferentin, befasst sich vor allem mit Themen und Folgen der Digitalisierung, Industrie 4.0 und Ähnlichem. Ellen Brombacher ist Mitglied des Sprecherrats der Kommunistischen Plattform in der Partei Die Linke. Ich begrüße aus Amsterdam Marcel van der Linden. Er ist Historiker und Forschungsdirektor am Internationalen Institut für Sozialgeschichte und Universitätsprofessor an der Universität von Amsterdam. Ingar Solti ist Sozialwissenschaftler und arbeitet am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Vorhin habe ich gesehen, dass wohl in diesen Tagen ein dickes Buch erscheint, das du mit herausgibst, 650 Seiten auf den Schultern von Karl Marx. Also da sind wir dann schon ja, fast schon mittendrin im Thema. Ja, unser Thema schließt an die beiden vorangegangenen Abschnitte sehr gut an. Frank Deppe hat in seinem Vortrag darüber gesprochen, dass der Katastrophenkapitalismus offenkundig an seine Grenzen stößt und dass natürlich Rückwirkungen ideologischer, aber auch materieller Art hat. Und im vorigen Panel hat Nicole Meyer-Ahuja gesagt, das Schwierigste sei vielleicht, wenn wir, also Linke im weitesten Sinn, über die Zukunftsproblematik, um die es in diesem Panel gehen soll, sprechen können. Weil sie führte dann das Zitat an, das aus der deutschen Ideologie auch von Frank benutzt worden war. Die herrschenden Gedanken sind eben die Gedanken der Herrschenden. Und das ist natürlich einer der Knackpunkte, denke ich, wenn es darum geht, welche Perspektive haben wir, wenn wir über Zukunft sprechen können. Ich will etwas zum Ablauf noch kurz sagen, bevor ich euch das Wort gebe. Wir müssen pünktlich um 16:50 Uhr schließen, weil der Livestream bis 17 Uhr gemietet ist. Nach unserem Panel wird André Leisewitz noch einige abschließende Worte sagen. Und allen, die uns auf Zoom zugeschaltet sind, für Sie besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass Sie über die Chatfunktion an uns, an mich, Kommentare, Fragen an die Teilnehmer des Panels schicken, die ich dann weitergeben kann. Wir haben als Abfolge jetzt der Beiträge, der Statements verabredet, dass Eva Bockenheimer beginnt, dann Ingar Scholti fortsetzt, dass dann Ellen Brombacher spricht. Und zum Abschluss dieser ersten Runde Marcel van der Linden. Also, Eva, bitte, du hast das Wort. Vielen Dank, Arnold Schölzel, für die kurze Einführung. Ich freue mich, dass wir heute hier diese Tagung machen. Ich bin auch im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW und war insofern auch bei der Planung mit beteiligt und freue mich sehr, dass wir so flexibel waren, dann doch noch auf ein digitales Format umzusteigen. Also schön, dass das heute trotzdem, trotz der Corona-Bedingungen irgendwie stattfinden kann. Unser Panel heute heißt ja Utopie und Wissenschaft, sozialistische Perspektive heute, Klassenfrage, Naturverhältnis, Geschlechterverhältnis. Also wir haben hier ein großes Spektrum jetzt für unser Panel. Und ich möchte mal beginnen damit, es geht ja gleichzeitig um die Aktualität von
der Friedrich Engels. Ich finde, wenn wir dieses Themenspektrum haben und nach der Aktualität von Engels fragen, ist meiner Meinung nach somit der am augenscheinlichst am aktuellste Text eigentlich von Engels, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Gerade weil es dort um das Verhältnis von Kapitalismus und Naturzerstörung ökologischer Krise geht. Augenscheinlich, das sage ich deswegen, weil selbstverständlich sehr viele Texte von Engels einen hohen Aktualitätsgrad haben, aber ich stelle auch immer wieder in Arbeitskreisen, wenn ich Lesekreise mache zu Engels fest, das ist ein Text, auf den auch Menschen, die sich bisher wenig mit Marx und Engels beschäftigt haben, sehr anspringen, weil er einfach auf eine verblüffend aktuelle Weise das Problem thematisiert, dass die kapitalistische Produktionsweise systematisch zur Zerstörung der Natur beiträgt. Das ist, glaube ich, deswegen verblüffend für viele, weil es ja häufig noch so das Vorurteil gibt, dass Marx und Engels irgendwie fanatische Verfechter des wissenschaftlich-technischen Fortschritts waren und sozusagen nur fortschrittsoptimistisch auf die technische Entwicklung geschaut haben und sozusagen dabei auch ein ausbeuterisches Verhältnis zur Natur in Kauf genommen haben. Das ist ein Vorurteil, glaube ich, was es viel gibt. Oder auch, glaube ich, wird häufig der Begriff der Produktivkraftentwicklung gleichgesetzt mit der Entwicklung der Produktionsmittel und damit quasi auch mit bloß wissenschaftlich-technischem Fortschritt. Also eine sehr einseitige Vorstellung davon, was Marx und Engels damit eigentlich verbinden. Wenn wir dieses Fragment lesen, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, dann zeigt dort Engels sehr deutlich, dass eben die kapitalistische Produktionsweise die ökologische Krise sozusagen mit Notwendigkeit produziert. Das hat ja auch Karl Marx sehr deutlich formuliert, dass eben die kapitalistische Produktion die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses nur entwickelt, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Also wir haben ja jetzt mehrfach gesagt, wir müssen die soziale Frage und die ökologische Frage zusammendenken. Das hat Marx dort sehr klar gesagt und das wird auch in dem Text von Engels eben sehr deutlich. Und zu den Absurditäten, finde ich, der Engels-Interpretation oder Forschung gehört. Engels ist ja häufig sehr unbeliebt. Es wird gesagt, er hat direkt, er ist bloßer dogmatischer Weltanschauungs Marxist gewesen, hat direkt den Weg zu Stalin geebnet und Ähnliches. Und interessanterweise gilt das sogar für diesen Zusammenhang von Kapitalismus und ökologische Krise. Also Marx wird jetzt gerade wiederentdeckt als jemand, der die ökologische Krise schon vorausgesagt hat. Und selbst da wird Engels immer noch nicht wirklich mit seiner Leistung zur Kenntnis genommen, mit dem, was er in der Dialektik der Natur eben entwickelt hat. Das kann man in der Forschung sehr gut sehen, dass auch da Engels nicht entsprechend gewürdigt wird, obwohl er da einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass gleichzeitig als ungefähr im selben Jahrzehnt, in dem Engels diesen Text der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen geschrieben hat, der Geologe Scopani den Begriff der anthropozoischen Ära entwickelt hat, der später aufgegriffen wurde von dem Chemiker Paul Crutzen, der von Anthropozän spricht, also der Tatsache, dass Menschen eben tatsächlich zu einem biologischen Faktor geworden sind. Engels macht in diesem Text deutlich, dass Menschen anders als Tiere tatsächlich, indem sie produzieren, wesentlich die Natur verändern, in die Natur in einer Weise eingreifen, die eben für Tiere so nicht gilt und dass das auch eine Form der Aneignung der Natur ist tatsächlich, auch der darin vorhandene wissenschaftlich-technische Fortschritt ein Weg zu einer Beherrschung der Natur ist, aber er macht eben auch deutlich, das Zitat wurde ja schon im Chat vorhin erwähnt, dass wir uns nicht zu sehr schmeicheln sollten unserer Herrschaft über die Natur. Er macht deutlich, dass es dass wir sowohl, also er bringt Beispiele, die sehr aktuell sind, zum Beispiel die Rodung der Wälder, die wir zunächst mal machen, um eben beispielsweise da Landwirtschaft zu betreiben, zu Erdrutschen führt, zu Schlammlawinen. Heute wissen wir auch zur Erderwärmung durch Treibhausgas.
Er bringt das Beispiel der Skrofelkrankheit, die Menschen hervorgebracht haben, weil sie die Kartoffeln überall verbreitet haben. Er macht also einerseits deutlich, dass wir in unserem Handeln ganz viele Dinge hervorbringen, die wir eigentlich gar nicht bezwecken. Einerseits sind das natürliche Wirkungen, aber es sind auch gesellschaftliche Wirkungen, die wir eigentlich nicht überblicken in unserem Tun, was wir damit eigentlich hervorbringen. Wir haben durch die massenweise Anpflanzung der Kartoffeln nicht nur die Skrofelkrankheit verbreitet, sondern wir haben auch massenhaft Menschen, sagt Engels, abhängig gemacht von der Kartoffel, nämlich die armen, vor allen Dingen irischen ArbeiterInnen. Und als es dann zu einer Kartoffelkrankheit kam und die Kartoffelernte nicht mehr funktioniert hat, sind eben auch massenweise Menschen mussten auswandern oder sind auch gestorben, weil eben an Hungersnot. Also Engels zeigt, dass es sowohl natürlich als auch gesellschaftliche Auswirkungen gibt. Und das ist, glaube ich, ein Hauptpunkt auch seiner Analyse, warum wir den Kapitalismus abschaffen müssen, weil wir eben unsere Produktionsverhältnisse nicht beherrschen können im Kapitalismus und weil alle bisherige Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen war und in der Klassengesellschaft eben nur der unmittelbare Nutzen in der Produktion für die herrschende Klasse gilt, beziehungsweise mittelbar natürlich auch für die beherrschte Klasse. Sie muss immerhin überleben, um als Arbeitskraft zur Verfügung zu stehen. Aber letztendlich geht es eben ganz wesentlich um die Interessen der Klassen. Und da macht er sehr deutlich, dass im Kapitalismus eben, wie wir alle wissen, es nicht mal mehr nur um den unmittelbaren Nutzen geht, sondern dieser Nutzen dann auch noch reduziert ist, nämlich nicht mehr gebrauchswertorientiert ist, sondern wirklich rein auf den Profit orientiert ist. Und dass das ja das treibende Moment ist und insofern innerhalb des Kapitalismus dieses Problem der ökologischen Krise nicht gelöst werden kann, sozusagen strukturell nicht gelöst werden kann, weil eben die Ausbeutung der Natur letztendlich immer, also oder der Wunsch, dem entgegenzusteuern, dem steht, wenn der Profit, das Profitinteresse dem entgegensteht, dann ist eben klar, was gewinnt, nämlich eben das Profitinteresse. Ich finde das nochmal vor dem Hintergrund der Corona-Krise interessant, weil es ja zum Beispiel den Evolutionsbiologen Rob Wallace gibt und auch den schwedischen Humanökologen Andreas Malm, die beide nochmal deutlich gemacht haben, dass auch die zunehmenden Krankheitserreger sowohl in der, wenn wir es jetzt auf die Fleischindustrie sehen, aber jetzt auch sowas wie Corona vermutlich Ausdruck von unserem unbeherrschten Verhältnis zu unserer Natur davon ein Zeichen sind, weil eben auch die Erreger, die sonst eigentlich gebunden sind, im Waldökosystem zum Beispiel jetzt plötzlich durch die industrielle Agrarproduktion zu einem Problem werden. Also kurz, man kann bei Engels schon sehr klar nachlesen, warum die im Kapitalismus die ökologische Krise nicht verhindert werden kann, meiner Meinung nach. Für Engels geht es eben darum, die Natur nicht in einem äußeren Sinne zu beherrschen, sondern, wie er sagt, sich im Einklang mit der Natur nicht nur zu fühlen, sondern auch zu wissen und deswegen Produktionsverhältnisse an die Stelle zu setzen, die wir selber so beherrschen, dass wir uns dann auch dazu verhalten können, dass wir nur in der Natur überleben können und dass die Natur eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Dazu gehört für Engels auch, dass wir die dialektischen Gesetze begreifen. Auch das ist etwas, was ja, wofür Engels in der westlichen Marx-Lektüre in der Regel vor allen Dingen kritisiert wird. Ich denke, die Dialektik der Natur ist da ganz wichtig, weil Engels zeigt, dass wir die Natur wirklich als Totalität begreifen müssen, als materielle Grundlage und dass wir das Zyklenhafte der Natur begreifen müssen und dass wir uns verabschieden müssen von diesen Fokussierung auf den Einzelwissenschaften und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, wieder in einen Gesamtzusammenhang stellen müssen. Ich glaube, die aktuellen Bewegungen, zum Beispiel Scientists for Future oder Ähnliches, zeigen, dass es eigentlich so ein Bedürfnis gibt und auch eine solche Notwendigkeit gibt und dass die momentane Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, das leider noch überhaupt nicht dafür steht, dass wir diese sozusagen nicht irgendwelche Spezialisten sich immer mehr in Einzelwissenschaften vertiefen, sondern dass wir das zusammenbringen müssen, um auch gesellschaftlich handlungsfähig zu werden.
In der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, um jetzt auf die Frage Utopie und Wissenschaft zu kommen, stellt Engels ja dar, dass es zwei Widersprüche gibt, die sich immer mehr verstärken, nämlich einerseits der Anarchismus in der Produktion und andererseits die Planung, also der Anarchismus in der gesellschaftlichen Produktion insgesamt, nämlich dass wir eben die gesellschaftliche Produktion nicht planen und beherrschen und dass wir andererseits sozusagen in den Unternehmen eine immer stärkere Planung haben. Das ist etwas, was ich denke, was man in der Gegenwart umso deutlicher sagen kann. Wir haben eine extreme Monopoltendenz und innerhalb dieser Großkonzerne wird sehr wohl geplant, werden sogar Märkte mehr oder weniger intern abgebildet und gleichzeitig haben wir überhaupt keinen gesamtgesellschaftlichen Zugriff auf die Art, wie wir produzieren. Das ist eben völlig unbeherrscht und, wie gesagt, bringt die ökologische Krise mit hervor. Und der zweite große Widerspruch, der sich auch verstärkt nach Engels, ist, dass wir einerseits eine immer stärker gesellschaftliche Produktion haben und das immer mehr im Widerspruch steht zu der privaten Aneignung derjenigen, die eben den Mehrwert abschöpfen. Und auch das ist meiner Meinung nach was sich durch die Tendenz zu immer größeren Konzernen auch verstärkt hat, wo man umso mehr sagen muss, recht hat Engels. Dieser Widerspruch wird immer schreiender und immer größer. Zumal, und damit beschäftige ich mich in der Gewerkschaftsarbeit eben auch intensiv mit dem Thema indirekter Steuerung, zumal wir feststellen können, dass die Planung innerhalb der Unternehmen immer stärker eine Aufgabe der Beschäftigten selbst wird und das sogar global. Und da kann man auch keineswegs sagen, wie das im vorigen Panel zum Teil anklang, finde ich, als wären das jetzt hauptsächlich zum Beispiel die Ingenieurinnen und Ingenieure. Tatsächlich ist es so, dass in solchen selbstorganisierten, selbstgesteuerten Teams immer mehr alle Beschäftigten in allen Bereichen tatsächlich sich beteiligen sollen daran, wie dieses Unternehmen insgesamt funktioniert und arbeitet. Und das wird auch ein immer stärkerer Widerspruch, weil einerseits die Beschäftigten immer mehr selber die kooperieren sollen und sich über den gesellschaftlichen Sinn dieses Unternehmens Gedanken machen sollen in der Form des Profits und gleichzeitig sehr wohl spüren und auch erleben, dass das Profitprinzip da zu einer Beschränkung ihrer Tätigkeit wird. Also das, was Marx und Engels gesagt haben, schon im Kommunistischen Manifest, dass die Produktionsverhältnisse zu einer Fessel für die Produktivkräfte werden, das ist meiner Meinung nach etwas, das erlebe ich in der gewerkschaftlichen Arbeit so, was die Beschäftigten sehr wohl spüren und auch als eine Beschränkung erleben, weil sie merken, dass das Profitprinzip sie beschränkt. Und weil sie natürlich über ökologische Fragen, über soziale Fragen und so weiter nachdenken und vor allen Dingen auch über die Qualität ihrer Arbeit nachdenken und erleben müssen, dass, weil sie sich mit zum Beispiel Kennzahlen und so weiter befassen müssen, erleben müssen, dass sehr wohl Ressourcen da wären, aber dass eben das Profitprinzip die Frage beschränkt, wofür werden diese Ressourcen auch eingesetzt. Ich komme jetzt gleich zum Schluss, aber ich möchte noch sagen, dass meiner Meinung nach für diese ganze Frage des Naturverhältnisses auch das Geschlechterverhältnis natürlich in diesen Zusammenhang gehört. Ich möchte jetzt nicht auf die auch, finde ich, sehr wichtige und interessante Schrift Der Ursprung der Familie eingehen von Engels, obwohl das auch sicherlich ein Redebeitrag wert wäre. Aber ich finde, gerade in der Corona-Krise hat sich nochmal sehr deutlich gezeigt, wir haben... Für Marx und Engels ist klar, dass auch die Zeugung des Lebens und die Aufzucht der Kinder und so weiter, dass das so zugleich ein natürliches und ein gesellschaftliches Verhältnis ist, eine Form sozusagen der zur Produktion der Menschen dazugehört. Und gerade in der Corona-Krise hat sich, glaube ich, wieder sehr deutlich gezeigt, in der kapitalistischen Form der Produktion haben wir auch kein angeeignetes Verhältnis zu unserer Fortpflanzungstätigkeit und zu dem, was dazugehört, nämlich der Erziehung der Kinder und so weiter, sondern wir lagern das eben aus an unbezahlte Arbeitskräfte, an Frauen. Und diese Illusion sozusagen, dass wir jetzt Gleichberechtigung haben, die zeigt sich nicht nur in solchen Bewegungen wie jetzt in Polen und der Abtreibungsdebatte, sondern denke ich auch an solchen Stellen immer wieder.
dass es genug Studien gibt, die zeigen, in dem Moment, in dem Kinder da sind oder in dem Moment, in dem zum Beispiel Kinder betreut werden müssen aufgrund von Krankheit, das in der Regel auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, Marx und Engels sehr, sehr klar gesehen haben, dass wir im Kapitalismus auch keine Aneignung unserer Reproduktion haben, dass das selber Teil der gesellschaftlichen Aneignung der Natur wäre und dass das im Kapitalismus auch nicht anders gelöst werden kann, als dass das eben auf dem Rücken vor allen Dingen der Frauen ausgelagert wird. Auch in der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft macht, finde ich, sind auch die Anmerkungen, die Engels macht zu der Entstehung von immer größeren Aktiengesellschaften, Trusts und so weiter, sehr interessant. Und auch die Rolle des Staates, die wir jetzt an der Corona-Krise ja auch wieder gemerkt haben, wie stark der Staat immer mehr die Funktion bekommt, letztendlich das Ganze mit am Laufen zu halten, aber eben zugunsten der herrschenden Klasse. Also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man da sehen muss. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf die zum Abschluss auf die Fragen eingehen, die in dem Panel davor kamen. Ich würde André Leisewitz sehr zustimmen, dass es nicht nur um die Frage, also dass es ganz wesentlich um die Frage geht, gibt es eigentlich eine Zukunftsperspektive für die arbeitende Klasse? Also wir haben ja heute mehrfach darüber schon diskutiert, wie sieht es eigentlich mit der Arbeiterklasse aus? Ich würde auch Frau Meyer zustimmen, dass es letztendlich um die Einheit geht und dass wir die auch herausstellen müssen. Und da ist die Arbeiterklasse ja deswegen einfach kein austauschbares Subjekt, weil es darum geht, dass die Menschen, die eben die Arbeit selber machen, auch die Produktion organisieren und dadurch aneignen und beherrschen lernen können, weil sie eben kein anderes Interesse haben, nämlich ein Profitinteresse oder ein Klasseninteresse in dem Fall, sondern tatsächlich als diejenigen, die die eigentliche Arbeit machen, auch ein Interesse dabei haben müssen, das anzueignen. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass bei dem, was Klaus Dörre gesagt hat, dass da unterschätzt wird, dass in diesen ganzen Diskussionen zur Nachhaltigkeit und so weiter, da gibt es keine sozialistische Perspektive. Da gibt es sehr, sehr viele Gruppierungen. Da ist nicht nur das Problem, dass die soziale Frage unterbelichtet ist, also die Frage, verlieren die Menschen ihren Arbeitsplatz, sondern da ist auch noch sehr viel die Vorstellung drin, man könnte den Kapitalismus sozusagen zähmen oder einbetten oder sozial halten oder machen. Und deswegen, glaube ich, wäre es unsere Aufgabe, dass wir in den Gewerkschaften tatsächlich die Sozialismusperspektive diskutieren und auch dafür eintreten, dass die Arbeiterklasse eigentlich in einer Situation ist, in der sie das besser könnte denn je, weil sie eben erstens gewachsen ist, weil es eine starke Proletarisierungstendenz gibt, übrigens auch bei den IngenieurInnen, also die ganzen Formen der agilen Arbeit führen dazu, dass gerade auch in diesem Bereich es eigentlich eine starke Proletarisierung gibt, eine Angleichung. Und wir müssten, glaube ich, dafür einstehen, dass es darum geht, dass die Menschen, die die eigentliche Arbeit machen, auch wirklich Träger der Entscheidung werden. Es gibt im Moment einen starken Angriff auf die Mitbestimmung seitens der Arbeitgeber. Und wir müssten nicht nur sagen, die Mitbestimmung verteidigen, sondern im Gegenteil sogar weitergehen. Also die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass tatsächlich die Beschäftigten selbst Zugriff bekommen auf die Produktionsmittel, auf die Ressourcen, auf die Entscheidungen. Und diese Perspektive sehe ich einfach ganz, ganz häufig in den von Klaus Dörre genannten Bewegungen viel zu wenig. Und ich glaube, dass da auch ganz viele ganz schnell nicht mehr so eindeutig mitgehen würden, weil sie eben nicht unbedingt Teil der ArbeiterInnenklasse sind. Und in meiner Gewerkschaftserfahrung erlebe ich sehr wohl, dass Beschäftigte sogar in den Gewerkschaften in den Gewerkschaften ganz klar darauf ansprechbar sind. Und insofern ist Hoffmann auch nicht dasselbe wie die in den Gewerkschaften organisierten ArbeiterInnen und Arbeiter. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch wenn die offizielle Gewerkschaftspolitik sicherlich an ganz vielen Stellen sehr problematisch ist, würde ich da auch gerne Engels zitieren, nämlich in den Gewerkschaften sollen wir auch diesen Kampf führen? Aber dafür brauchen wir eben als Linke auch eine Perspektive. Und ich finde, Nihat auch schon zu Recht kritisiert, man überfordert die Gewerkschaften, wenn man von denen allein diese Perspektive
einfordert. Das müssen die Parteien tun, das müssen muss die Linke insgesamt tun, diese Perspektive entwickeln. Und ich glaube, im Moment steht uns da noch im Weg der real existierende Sozialismus, und zwar, weil wir als Linke da auch kein angeeignetes Verhältnis zu haben. Wir haben bisher da also die Deutungshoheit, wie man, was im 20. Jahrhundert passiert ist, bewertet, die liegt ganz klar momentan nicht bei den Sozialistinnen und Sozialisten. Und insofern fällt es der Linken auch sehr schwer, das als Teil der Arbeiterbewegung, als Teil ihres eigenen Lernprozesses anzuerkennen. Und solange wir das nicht tun, haben wir da, glaube ich, auch keine Stärke. Insofern glaube ich schon, dass es darum geht, eine sozialistische Perspektive zu entwickeln. Und dann, glaube ich, kann man auch den einen oder anderen Arbeiter, die eine oder andere Arbeiterin hinter dem Ofen hervorholen. Mit Nachhaltigkeit alleine kann man das, glaube ich, nicht. Und ich finde zu Recht, weil sie da, glaube ich, zu Recht wittern, dass das auf ihre Kosten gehen wird und dass das auch das Problem nicht lösen wird. Ja, das wäre mein Plädoyer für Engels heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Eva, und ich gebe das Wort gleich weiter an Inga, bitte. Ja, vielen Dank für die Einladung, und ich muss mich entschuldigen, dass ich leider nur zwischendurch reinschalten konnte. Ich bin einfach völlig platt durch die US-Wahlen. Da vermengen sich zwei eigentlich gar nicht gleichwertige Themen, Engels, hui, Biden, Trump, pfui, und trotzdem hatte ich in den letzten 3 Tagen alleine 6 Veranstaltungen, von daher musste ich mich leider ein bisschen erholen, und ich hoffe, dass man die Aufzeichnungen sehen kann. Ich habe aber ein bisschen auch jetzt durch das, was Eva gesagt hat, das, was ich zwischendurch eingeschaltet habe, mitbekommen, in welche Richtung die Diskussionen gingen. Arnold hat gesagt, dass wir mit dem Titel Auf den Schultern von Karl Marx schon mitten im Thema sind. Aber wenn wir über Engels sprechen und gerade auch aus einer marxistischen Perspektive oder sich auf Marx beziehenden, dann müsste man eigentlich über den Marxismus sagen, dass er auf den Schultern von Engels steht. Denn ohne Engels nicht nur seine materiellen Zuwendungen, sondern eben auch seine Breite, seine Popularisierung des marxischen Denkens, aber auch seine Verbreitung des marxischen Denkens in ganz viele Themenbereiche, von der Militärgeschichte über die internationalen Beziehungen zu den Naturwissenschaften ist, glaube ich, Engels, der, wie Kautsky es genannt hat, der viel breiter aufgestelltere der beiden Denker gewesen, was nicht die Genialität von Marx in Abrede stellen soll. Aber ich glaube, im Engelsjahr kann man das nochmal betonen, einfach welche Rolle Engels gespielt hat dafür, dass wir heute überhaupt hier sein können, dafür, dass überhaupt so ein Buch entstehen kann, wie Auf den Schultern von Karl Marx. Denn ohne Engels, glaube ich, wüssten wahrscheinlich viele von uns, einschließlich mir, nicht mal was von der Existenz von Karl Marx. Gewagte These vielleicht, aber im Engelsjahr sollte man Engels mal in dieser Weise würdigen. Es soll ja hier darum gehen, die Aktualität des Revolutionärs Engels zu unterstreichen. Und Engels selbst hat ja in seiner Geschichte über den Bund der Kommunisten gesagt, dass der Kommunismus eben nicht eine ideell ausgeheckte Fantasie sei und die Vorstellung oder der Versuch, eine idealisierte Gesellschaft zu verwirklichen, sondern, die Einsicht in die Natur, die Bedingungen des Kampfes und die sich daraus ergebenden allgemeinen Ziele dieses Kampfes. Damit ist gemeint, dass sozusagen für Engels und auch Marx das marxistische Denken oder der historische und dialektische Materialismus eben eine Philosophie der Praxis war, die darauf abzielte, die Gesellschaft zu analysieren, um dann mit den richtigen theoretischen Werkzeugen und praktischen Schlussfolgerungen diese Gesellschaft in eine vernünftige Richtung zu entwickeln. Und von daher habe ich das, was ich jetzt sagen will, in den nächsten 10 Minuten aufgeteilt in 3 Teile. Also ich will beginnen mit der Gegenwart, der Frage, was ist eigentlich zu tun? Also was ist eigentlich der Zustand der Welt, auf den wir mit oder ohne Engels reagieren können oder mit oder ohne Engels Analysen? Dann in einem zweiten Abschnitt die Frage, die klassische natürlich, wer tut's? Vom was tun zu wer tut's, und dann die Frage, wie es tun, und das immer in Auseinandersetzung mit Engels machen. Also
Ich glaube, dass wenn wir uns mit einer Gegenwartsdiagnose, wenn wir uns an einer Gegenwartsdiagnose versuchen, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir in einer tiefen Zivilisationskrise uns befinden, die eben eine tiefe Krise der kapitalistischen Akkumulation ist, keine Frage, aber eben noch sehr viele andere Dimensionen hat, die zugleich aber nicht ohne den Kapitalismus als Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu denken ist. Also ich habe das in meinen Arbeiten als die Sechs-Dimensionen-Krise bezeichnet, also so seit 2 Jahren, um halt diese vielen Dimensionen oder Ebenen, die miteinander verschränkt sind, auf den Punkt zu bringen. Und das erste ist die Krise der kapitalistischen Akkumulation, in der wir uns, kann darüber streiten, wahrscheinlich werden Historiker eine durchgängige Krise sehen von 2007, 2008 bis heute. Jetzt in der Weise vielleicht, wie man die Krise von 1873 bis 95 zeitgeschichtlich auch nicht so gesehen hat oder wahrgenommen hat, aber im Rückblick dann so betrachtet. Dann aber zweitens eben auch eine Krise der sozialen Reproduktion, also die Art und Weise, nicht zuletzt wie die Feminisierung des Arbeitsmarkts unter neoliberalen Vorzeichen, einen Raubbau an der Arbeit, insbesondere an Frauenarbeit unter Bedingungen des Patriarchats, mit sich bringt, die durch die Austeritätspolitik seit der globalen Finanzkrise nochmal verschärft worden ist, weil sie natürlich sehr viele Reproduktionsaufgaben in die Familien zurückverlagert. Drittens dann als Ebene eine Krise des sozialen Zusammenhalts. Also der Neoliberalismus hat eine Welt geschaffen, in der der Markt das macht, was er am besten kann. Er hat eben nicht, wie die Neoklassiker uns Glauben machen wollen, zu einer zunehmenden Harmonisierung und zu einem Gleichgewicht geführt, sondern zu krassen geografischen und sozialen Auseinanderentwicklungen, also nicht nur der Vermögen, sondern eben auch zwischen funktionierenden Kernen und abgehängten und kaputten Peripherien, und das auch nicht nur zwischen globalem Norden und globalem Süden, sondern eben auch zwischen einem Kerneuropa und Südeuropa, zwischen gut funktionierenden Regionen wie Baden-Württemberg und schlechteren wie Mecklenburg-Vorpommern oder auch Teilen in Westdeutschland und auch dann sogar innerhalb von Städten mit der krassen Gentrifizierung, die dann Banlieues produziert wie Molenbeek oder Clichy-sous-Bois. Und diese, damit ist verbunden eine Krise des sozialen Zusammenhalts in meinen Augen, die sich stark auch unterteilt in Gewinner und Verlierer dieser Entwicklung, die zusammengenommen mit den ersten beiden Krisen eine Krise der Demokratie hervorgebracht hat. Also Stichwort Zerfall der Parteiensysteme, Fragmentierung, Unzufriedenheit, neuer Autoritarismus, Trump, Biden, Bolsonaro, Modi und so weiter. Fünftens eben eine Krise der Weltordnung mit dem relativen Abstieg der USA und dem Aufstieg Chinas und dem Weltordnungskonflikt zwischen eben diesen beiden und allen Angehängten, der in meinen Augen ein Konflikt ist, ob China in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung in einer untergeordneten Stellung gehalten werden kann von den USA. Und schließlich sechstens die ja in aller Munde seiende Klima- und Ökologiekrise, auf die man nicht weiter eingehen muss, Stichwort nicht drohende Klimakatastrophe. Das sozusagen als die Gegenwartsdimension. Wenn man dann auf Engels kommt, sieht man, dass, also oder ist häufig der Vorwurf gemacht worden, dass der Marxismus sich eigentlich nur um die erste Dimension gekümmert habe, also um eine Analyse der widersprüchlichen Entwicklung kapitalistischer Akkumulation. Tatsächlich kann ich da sehr gut an das anschließen, was Eva gesagt hat. Ich denke auch, dass man sich sehr gut auf Engels beziehen kann, um beispielsweise die Krise der Ökologie und der Nachhaltigkeit zu analysieren. Also, dass man nicht eben nur, häufig wird ja auf Marx und seine Formulierung von den Springquellen des Reichtums eingegangen, die der Kapitalismus untergrabe. Man findet das dann wieder bei Polanyi, ne? Also dass Mensch und Natur fiktive Waren seien, also diese Art von Denken. Aber bei Engels, glaube ich, ist es noch prononcierter. Eva hat zu Recht den Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen aus der Dialektik der Natur angeführt.
wo Engels ja davon spricht, dass wir uns eben nicht schmeicheln sollen mit unseren menschlichen Siegen über die Natur, weil die Natur sich eben für jeden dieser Siege an uns rächen werde, und eben auch mit dem Grundverständnis, dass wir, Zitat, mit Fleisch und Blut und Hirn in die Natur gehören und mitten in ihr stehen, dass also wir im Prinzip aus Engels eine Theorie der gesellschaftlichen Naturverhältnisse entwickeln können. Gleichfalls denke ich, dass man auch Ähnliches sagen kann über die soziale Reproduktion, wenn man also diese dritte oder zweite Dimension der Sechs-Dimensionen-Krise analysieren will, dass Engels schon sehr, sehr früh klar gesehen hat, dass so diese Entgegensetzung, die wir häufig haben zwischen Marxismus, Feminismus und Antirassismus, demzufolge es so ein Klischeebild gibt von dem, was ein Arbeiter ist, nämlich ein männlicher, weißer Arbeiter. Das war für Engels völlig selbstverständlich, dass dem nicht so ist, sondern dass die Realität der Arbeiterklasse eben eine ist, in die stark durch ihren, bei ihm dann ja, ethnisiert und rassisiert ist und zugleich eben auch stark geprägt ist von Frauenarbeit. Also man findet das beispielsweise in seiner frühen soziologischen Schrift Lage der Arbeiterklasse in England sehr, sehr stark. Und man findet eben auch eine Thematisierung der sozialen Reproduktionssphäre, unter anderem in seinen Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie, ohne die die marxische Hinwendung zur politischen Ökonomie ja gar nicht denkbar gewesen wäre, indem er vom Fabrikssystem spricht, dass die Familie auflöse, eine Formulierung oder eine Idee, die letzten Endes in das Kommunistische Manifest zusammen mit Marx ja eingegangen ist, wo von der erzwungenen Familienlosigkeit des Proletariers gesprochen wird. Man findet auch Prolegomena für einen marxistischen Feminismus bei Engels in seiner Kritik des Malthusianismus, also in der Art und Weise, wie letzten Endes so die Verelendung der Arbeiterklasse von Malthus bis heute Herrnstein and Murray in The Bell Curve oder Sarrazin in die Subjekte selber verlagert wird, als seien sie selber schuld. Dort findet man sehr starke feministische Aspekte und noch viel wichtiger, glaube ich, systematisch ist der Ursprung der Familie, den Eva ja auch schon erwähnt hat, wo das Patriarchat als erster Klassengegensatz bezeichnet wird, in dem die Frau das Proletariat repräsentiere, wo Engels die allgemeine Befreiungsperspektive formuliert vom Patriarchat, nämlich totale Sozialisierung der Reproduktionsarbeit, also über die sich Engels eben sehr bewusst war. Von daher ist diese Kritik, die an Engels von Federici und anderen formuliert worden ist, also dass es keine systematische Analyse der sozialen Reproduktionsarbeit gegeben hat, durchaus richtig. Also der Fokus, insbesondere dann im Marxischen Kapital, das Engels dann ja zu Ende gearbeitet hat, ist natürlich auf die betriebliche Sphäre, auf die Produktionssphäre. Aber in der Theoretisierung der doppelten Produktion und Reproduktion des Lebens und dem Begriff des Familienlohns ist eben dieser soziale Reproduktionssektor wenigstens theoretisch mitgedacht, was in einer sozusagen auf Marx und Engels fußenden Analyse der sozialen Reproduktion in eine solche überführt werden könne. Also das sozusagen zur Frage, welche Rolle eigentlich Engels für die Beantwortung des Was tun, also Gegenwartsanalyse, aus der unsere Handlungsableitung erfolgt, welche Rolle Engels dafür spielen könnte. Die Frage dann, wer tut's? Da wird es dann ein bisschen komplizierter, weil natürlich im Marxismus der Fokus war, und ich habe verstanden, dass das auch ein starker Gegenstand der letzten Diskussionen war, der Fokus auf die industrielle Arbeiterklasse war. Und das, Eva, hat das 20. Jahrhundert als Geschichte angesprochen, dass die meisten Revolutionen im 20. Jahrhundert oder die erfolgreichen Revolutionen eben Bündnisse zwischen nicht-antagonistischen Klassen gewesen sind, in denen die industrielle Arbeiterklasse häufig eine wichtige Rolle gespielt hat, aber in denen vielleicht in noch größerem Maße, insofern diese Revolutionen in die Peripherie wanderten, eben Bauern- und Landarbeiterrevolutionen waren. Und darüber kann man sicherlich noch länger diskutieren. Ich will das nur in den Raum stellen. Ähnlich wäre die Frage, inwiefern man Kämpfe in der Produktion mit Produktionssphäre, mit Kämpfen in der Zirkulationssphäre in Beziehung setzt. Also bei Marx findet man das ja vor allem im zweiten Band des Kapitals, in der Grundrentenfrage und so weiter. Bei Engels dann eben in seiner Arbeit zur Wohnungsfrage. Aber das sind tatsächlich
das für den Klassenkampf von heute eine sehr, sehr entscheidende Bedeutung hat, wenn man zum Beispiel sich vor Augen führt, dass tarifliche Erfolge, also Lohnzuwächse, die aus Klassenkonflikten in der Produktionssphäre entstehen, wenn die einem hinterher von irgendwelchen Londoner oder deutschen oder sonst wie internationalen Finanzkonzernen und Immobilienkonzernen als Miete aus der Tasche gezogen wird oder Mieterhöhung, dann ist es natürlich eine sehr relevante Frage oder relevante das Level des Klassenkampfs. Von daher glaube ich, ist das eine etwas auch, wo man an Engels anschließen kann. Wichtig wird neben dieser Frage der Sphäre des Klassenkampfs dann eben auch sein, wie man überhaupt Arbeiterklasse definiert. Also ob man argumentiert mit Klaus Dörre, dass es eine Fraktalisierung gibt und sogar eine Gegensätzlichkeit zwischen Stammbelegschaften und prekären oder atypisch Beschäftigten, ob man einen weiten oder engen Arbeiterklassebegriff anlegt. Der enge Klassenbegriff bei Poulantzas hat ja seine eigenen Tücken, weil er häufig zum Reformismus in der Strategie führt. Und damit sind wir schon beim letzten Abschnitt, nämlich der Frage halt des, wie es tun, der Frage eigentlich von Reform und Revolution. Also genau dieser Vorwurf ist ja mit seinem engen Arbeiterbegriff Poulantzas gemacht worden, insbesondere von Ellen Maxens Wood. Das ist letzten Endes die enge auf die produktive Arbeit oder auf die wertbildende Arbeit fokussierte Orientierung eben letzten Endes, weil die Industriearbeiterklasse so eng definiert eine Minderheit ist, letzten Endes zu reformistischen Strategien führt. Bei Engels, finde ich, muss man sich in Erinnerung führen, dass Engels, also ich will das mal festmachen an der Bedeutung Engels als Militärhistoriker. Das wirkt, wenn man sich damit heute beschäftigt, vielleicht für manche als eine Schrulle, insbesondere für Leute, die nicht jetzt in den internationalen Beziehungen verhaftet sind. Also warum diese starke Fokussierung, die spielt jetzt ja in linken Debatten heute leider keine mehr so große Rolle. Und der Hintergrund ist natürlich, dass Engels Vorstellung von dem, wie es tun, letztlich geprägt war von dem, was Eric Hobsbawm das Age of Revolution genannt hat. Also im Prinzip der bewaffnete revolutionäre Kampf nach dem Vorbild von 1789, den ganzen Revolutionen dazwischen, in Frankreich insbesondere, und eben 1848 in der Revolution, an der er selbst beteiligt war. Es war ein Ansatz, der nicht aufs Parlament fokussierte. Das kann man auch ganz gut sehen in der Art und Weise, wie Engels über links und rechts sprachen. Also wir definieren uns heute als Linke. Das wäre für Engels völlig fremd und weltfremd gewesen. Die Definition war, wir sind Kommunisten und Linke sind eben nur die, die links im Parlament sitzen und rechts sind die, die rechts im Parlament sitzen. Von daher, von diesem Ausgangspunkt, so in den 1850er Jahren, ist es ein weiter Weg bis zum sogenannten Engelschen Testament und dem Streit darum, ob sozusagen es einen Weg bei Engels gibt hin zu einem parlamentarischen oder parlamentarisierten Sozialismus, der sich eben auch in der Bewertung der Militärfrage wiederfindet. Weil wenn du ausgehst von einem bewaffneten Aufstand, musst du dir natürlich die Frage stellen, okay, inwiefern wird die bewaffnete Staatsgewalt deinen Aufstand niederschlagen? Engels hat das ja noch beschäftigt bis, also auch 1888 in der Boulanger-Krise. Er warnte immer vor dem Weltkrieg. Er sagte, der Sozialismus wird dann kommen, solange es keinen Krieg gibt. Und er wird kommen, wenn wir die Armee sozialdemokratisiert haben. Und auf der einen Seite gibt es sozusagen diesen Strang, der darauf setzt, dass man eine Revolution durchführen kann, die nicht von der bewaffneten Staatsgewalt niedergeschlagen wird. Aber auch auf der anderen Seite gibt es viele Anzeichen bei Engels, die durchaus einen parlamentarischen Weg zum Sozialismus untermauern. Und ich glaube, bei Engels, auch in der Formulierung dann der Diktatur des Proletariats, macht sich einfach eine gewisse Ratlosigkeit geltend in der Frage, wie man es macht, die uns auch heute noch beschäftigt. Denn tatsächlich unsere ganze Begriffsverwirrung zwischen Reform, Transformation und Revolution ist ja auch geprägt durch das Scheitern verschiedenster Veränderungsversuche seitens der sich revolutionär verstehenden ArbeiterInnenbewegung in den letzten Jahrzehnten. Stichwort von irgendwie französischer Linksregierung bis Syriza bis zu gescheiterten bewaffneten Aufständen. Und ich glaube, das ist eine offene Frage, über die müsste man reden. Aber ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass wir sie wahrscheinlich auch nicht heute beantworten werden können. Aber wenn ihr da Anregungen habt, wäre das natürlich immer sehr willkommen, weil diese Welt mit der Sechs-Dimensionen-Krise muss revolutionär
überwunden werden. Das heißt also, dass der Kapitalismus muss überwunden werden. Und da können wir sehr gut an Engels anknüpfen und sind gut beraten, das zu tun. Ja, vielen Dank, Inga. Ellen, bitte, du hast das Wort. Ja, einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich möchte meine Überlegungen vor allem im Zusammenhang mit Engels Schrift Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft darlegen. Er hat das ja vom Januar bis März 1880 geschrieben, also vor 140 Jahren. 1973, 74, also knapp 100 Jahre danach, habe ich seine Schrift zum ersten Mal gelesen an der Parteihochschule Karl Marx in der DDR, einem sozialistischen Staat auf deutschem Boden. Und damals war ich noch felsenfest davon überzeugt, wo der Sozialismus einmal gesiegt hat, gibt es kein Rollback, denn wir befinden uns in Übereinstimmung mit dem Gang der Geschichte. Wir wissen alle, also das erste Mal, dass ich an dieser These gezweifelt habe, war im Zusammenhang mit den polnischen Ereignissen in den 80er Jahren. Wir wissen alle, wie es kam. Seit 3 Jahrzehnten haben wir die Restauration des Kapitalismus nicht nur im Osten dieses Landes, sondern in allen Warschauer Vertragsstaaten von der Elbe bis Wladiwostok. Und natürlich erhebt sich da die Frage, ist der von Marx und Engels entwickelte wissenschaftliche Sozialismus nur eine weitere sozialistische Utopie? Wäre das so, dann wäre unsere Wahrnehmung von der heutigen Welt ein einziger Irrtum. An einem Beispiel möchte ich deutlich machen, was ich meine, wenn ich sage, ein Irrtum ist unsere Wahrnehmung der Welt mit Sicherheit nicht. Eine junge Frau aus meiner Familie, knapp 30 Jahre, tätig im Dienstleistungssektor, Niedriglohnbereich, alleinerziehend, die hat sich für Politik bis vor einigen Jahren absolut nicht interessiert. Man kann sagen, sie war desinteressiert, es ging sie, meinte sie nichts an. Seit einiger Zeit, und da meine ich jetzt nicht nur die Corona-Phase seit Anfang dieses Jahres, hat sich das geändert. Sie spürt offenkundig die existenzielle Unsicherheit, in der sich Menschen befinden. Es gibt sowas wie Zukunftsängste und sie sucht nach Antworten und sagt mir, ich kenne die von klein an, sagt mir, so wie mir geht es den meisten, mit denen ich zusammen befreundet bin, zusammenarbeite. Also wo sucht sie die Antworten? Im Netz. Und dort findet sie Illuminaten und anderen Dreck, die die Macht über alles haben und die also für das Schicksal der Menschen verantwortlich sind. Und sie will darüber reden, nicht nur mit denen, die ihre Antworten auch im Netz suchen. Sie weiß um meinen politischen Standpunkt und das Bedürfnis zur Diskussion ist riesig geworden. Ich frage sie also, warum suchst du nach Verschwörungen? Warum guckst du dir den Kapitalismus nicht genauer an? Also nicht ganz so, wie ich das jetzt sage, ich muss ja verkürzen. Und dann kommen wir zum Begriff Kapitalismus. Ich frage sie, was sind deiner Meinung nach Kapitalisten? Da sagt sie, Menschen mit viel Geld. Und guckt mich erstaunt an, als ich sage, du, das alleine ist es nicht. Und frage sie, warum arbeitest du bei deinem Chef und nicht dein Chef bei dir? Und da sagt sie, na wie denn? Mein Chef, der übrigens sagt, sie ein guter Chef ist, hat die Räumlichkeiten, hat die Einrichtung, die erforderlich ist und hat das Geld, Ware zu bestellen. Meine Frage, und was kannst du ihm bieten? Na, dass ich bei ihm arbeite. Und so sprachen wir in der Endkonsequenz das erste Mal über den Mehrwert. Und wenn ich mir also die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft angucke oder alles andere auch,
dann ist das, was dort zum Mehrwert steht, nach wie vor von brennender Aktualität. Ein Zitat vielleicht, es wurde bewiesen, dass durch die Aneignung unbezahlter Arbeit die Grundform der kapitalistischen Produktionsweise und der durch sie vollzogenen Ausbeutung des Arbeiters ist, dass der Kapitalist, selbst wenn er die Arbeitskraft seines Arbeiters zum vollen Wert kauft, den sie als Ware auf dem Warenmarkt hat, dennoch mehr Wert aus ihr herausschlägt, als er für sie bezahlt hat. Wenn ich ihr das vorlesen würde, wird sie das nicht verstehen, aber wenn man darüber redet, kann man das Prinzip deutlich machen. Stimmt also unverändert nach 140 Jahren dieses Grundprinzip und das, was also auch Engels als das, auch in der Utopie zur Wissenschaft, als die beiden großen Entdeckungen von Marx charakterisiert, die materialistische Geschichtsauffassung und halt die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittels dessen Mehrwerts. Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Heutzutage nimmt ja die Polarisierung unvorstellbare Maße an. Nehmen wir nur jetzt die Meldung über Amazon, was die alleine jetzt in dieser Situation an Profit machen, wer zur gleichen Zeit alles kaputt geht. Der Mittelstand geht kaputt, aber nicht nur der Mittelstand, auch die Warenhäuser scheinen also auf dem kaputt zu gehen. Und jetzt zitiere ich mal, wieder aus Utopie zur Wissenschaft, wo sie in einem Industriezweig eingeführt wurde, also sozusagen die modernste Methode. Litt sie keine ältere Methode des Betriebes neben sich. Wo sie sich des Handwerks bemächtigte, vernichtete sie das alte Handwerk. Der Unterliegende wird schonungslos beseitigt. Und genau das läuft. Und wenn ich bei uns zu Hause in der Leipziger Straße aus dem Fenster gucke, dann sehe ich im Regelfall unter der Spittelkolonnade bei jedem Wetter Obdachlose in ihrem Schlafsack ein Bild, undenkbar in der DDR. Und im Zusammenhang mit der Lösung der Eigentumsfrage hat über eine zukünftige sozialistische Gesellschaft der Engels geschrieben, die Möglichkeit, vermittels der gesellschaftlichen Produktion allen Gesellschaftsmitgliedern eine Existenz zu sichern, die nicht nur materiell vollkommen ausreichend ist und von Tag zu Tag reicher wird, sondern die ihnen auch die vollständige freie Ausbildung und Betätigung ihrer körperlichen und geistigen Anlagen garantiert. Und dann ein Stück weiter kommt die Formulierung, der Kampf ums Einzeldasein hört auf. Davon hatten wir schon einiges. Wir kannten keine Existenzangst mehr. Und ich behaupte, die Würde des Menschen hatte einen sehr realen Stellenwert. Und nun kommt natürlich die Frage, wenn das alles so toll war, warum seid ihr dann untergegangen? Warum hat der Profitmechanismus wieder gegriffen? Das ist ein extra Thema, das würde zu weit führen. Und es ist auch sehr, sehr schwer, das heutzutage sachlich zu behandeln, aus den bekannten Gründen. Alles wird gesehen unter dem Fokus des Antikommunismus. Aber ich möchte zwei Dinge sagen, auch wieder aus seinem Werk, die meiner Meinung nach ein Stück weit auch Antworten geben. Der Engels schreibt im Zusammenhang mit der Beschreibung der zunehmenden Ausbeutung Folgendes. Hier aber wird die Ausbeutung so handgreiflich, dass sie zusammenbrechen muss. Kein Volk würde eine durch Trusts geleitete Produktion, eine so unverhüllte Ausbeutung der Gesamtheit durch eine kleine Bande von Couponabschneidern sich gefallen lassen.
Und eine zweite Sache, mit der er sich, da will ich nicht zu zitieren, aber mit der er sich ja sehr intensiv auch beschäftigt, ist mit der Rolle des Staates nach der sozusagen Übernahme der Produktionsmittel. Und er geht ja davon aus, der Staat verschwindet sozusagen. Und ich denke, und das konnte zu dieser Zeit vermutlich auch gar nicht anders sein, es gab gewaltige Illusionen über das Tempo der sozialistischen Entwicklung bis hin zum Kommunismus. Und die müssen auch ausgegangen sein von der Weltrevolution, weil ja sozusagen die Frage des Widerstands der Bourgeoisie und der Auswirkung dessen auf die Prozesse de facto dort keine Rolle spielt. In den abschließenden Arbeiten von Lenin, zum Beispiel Lieber weniger, aber besser, oder auch über die Arbeiter- und Bauerninspektion etc., da wird schon deutlich, dass er zunehmend sah, dass es ein langer Weg wird. Uns, ich rede jetzt diejenigen, die als bewusste und in die DDR, mit der DDR verbundene Bürger waren, hat in gewisser Weise der Alltag gefressen. Der Mangel, der überall Pate stand durch die geringere Arbeitsproduktivität und die zunehmende Apologetik in der Wissenschaft. Also in Zeiten, wo man hätte bestimmte Dinge auch in Frage stellen müssen, haben wir zitiert. Die komplexe Analyse, warum dieser sozialistische Versuch in Europa gescheitert ist, steht noch aus. Die Methode dafür haben wir, die wandten schon Marx und Engels an, nämlich die materialistische Geschichtsauffassung, die diese Arbeit ermöglicht. Und ich will abschließend zu der Frage der Perspektive noch etwas sagen. Engels schreibt 1986 Werke 36 unsere Ansichten über die Unterschiede zwischen einer künftigen nicht-kapitalistischen Gesellschaft und der heutigen sind exakte Schlussfolgerungen aus den historischen Tatsachen und Entwicklungsprozessen und sind, wenn sie nicht im Zusammenhang mit diesen Tatsachen und dieser Entwicklung dargelegt werden, theoretisch und praktisch ohne Wert. Und ich denke, wenn wir heute über die sozialistische Perspektive reden, dann ist praktisch vor allem vom Wert, dass wir das in dem Bewusstsein tun müssen und in dem Bewusstsein handeln müssen, das gilt Sozialismus oder Barbarei, dass der Kampf gegen die Barbarei zugleich letztendlich, betone letztendlich, ein Kampf für Sozialismus ist, wobei die Barbarei als Prozess zu verstehen ist, der nicht erst morgen beginnt, der eigentlich begonnen hat. Und der Kampf gegen die Barbarei umfasst drei Aspekte ganz besonders. Den gegen Kriege und gegen den Ausbruch eines atomaren Infernos. Die Uhr steht 100 Sekunden vor 12. Es geht um den Kampf gegen die Umweltzerstörung und last but not least um den Kampf gegen die faschistische Gefahr, der immer wichtiger wird. Ein zukünftiger Sozialismus steht zumindest in den Breiten hier, im Moment wohl nicht vor der Tür. Nur eines, und damit schließe ich, muss uns klar sein. Wenn wir das sozialistische Ziel nicht aufgeben wollen, müssen wir uns gegen die Denunziation des gewesenen Sozialismus wehren, das heißt nicht mit ihm unkritisch umzugehen, sondern wirklich sich gegen die Denunziation zu wehren, gegen die metaphysische Sicht auf die Geschichte, auch hier Engels, der sich zur Metaphysik ausführlich äußert. Und wir müssen die Legitimität des sozialistischen Versuchs verteidigen und die unabänderliche Tatsache, dass ohne die Lösung der Eigentumsfrage die Zivilisation in den Abgrund fiele. Danke. Vielen Dank, Ellen. Vielen Dank. Marcel, du hast jetzt das Wort. Entschuldigung. Ich sprach, ohne gehört zu werden. Vielen Dank für die Einladung auch. Ich möchte in diesem kurzen Beitrag eine These vertreten, vor der ich hoffe und annehme, dass sie auf Widerspruch stößen wird.
Und sie bezieht sich auf das Verhältnis von Theorie und Bewegung, was ja eigentlich in vielen Beiträgen zurückkommt, auch jetzt wieder in Ellens Beitrag. Meine These lautet, der wissenschaftliche Sozialismus hat die selbstständige proletarische Kopfarbeit zum eigenen Schaden verwahrlost. Mit dieser These möchte ich nicht die großartigen theoretischen Leistungen des historischen Materialismus kritisieren, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass der Alleinvertretungsanspruch des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus die Wissensformen des ungelehrten Denkens zu wenig ernst genommen hat. Und damit hat der wissenschaftliche Sozialismus sich vieler alltäglicher Erfahrungen der Proletarier und Proletarierinnen verschlossen. In die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft hat Engels mit Recht darauf hingewiesen, dass, ich zitiere, der moderne Sozialismus zunächst anknüpfen musste an das vorgefundene Gedankenmaterial, so sehr auch seine Wurzel in den materiellen ökonomischen Tatsachen lag. Die Ideen der Stifter des Sozialismus, so schreibt er auch, waren selbstverständlich noch unreif. Er sagt, dem unreifen Stand der kapitalistischen Produktion, der unreifen Klassenlage entsprachen unreife Theorien. Gleichzeitig gibt Engels aber auch zu, dass es unter der fantastischen Hülle, so wie er es nennt, schon geniale Gedankenkeime und Gedanken gegeben hat. Aber es war ihm trotzdem klar, dass die von den radikalen Handwerkern entwickelten Gedanken durch die wissenschaftlichen Ideen von Marx und Engels ersetzt werden mussten. Wie das genau geschehen ist, möchte ich am Beispiel des kommunistischen Korrespondenzkomitees verdeutlichen, das Komitee, das Marx und Engels im Vorjahr 1846 in Brüssel gegründet hatten. Dieses Komitee war gut vernetzt in Europa und sollte dazu dienen, den wissenschaftlichen Sozialismus in der jungen Arbeiterbewegung zu verankern. Dabei hatten Marx und Engels eine klare Vorstellung von ihrer eigenen Rolle. Bereits in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1844 hat Marx geschrieben, ich zitiere, wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zum Menschen vollziehen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz, das Proletariat. Also Marx stellt hier ein paar Sachen gegenübereinander. Philosophie gegenüber Proletariat, geistig gegenüber materiell, Kopf der Emanzipation gegen Herz der Emanzipation, Blitz gegen naiver Volksboden. Diese Begriffspaare zeigen, dass Marx und Engels, damit diesem ganz einverstanden war, eine Arbeitsteilung erstreben, wobei die radikale Intelligenz, das ist die Philosophie, die Theorie entwickelt, die danach durch das Proletariat, dieser naive Volksboden, aufgesaugt und in Taten umgesetzt wird. Eine wichtige Bedingung für ein derartiges Zusammengehen von Intelligenz und Arbeiterklasse ist, dass die Theorie anschließt an die wirklichen Probleme der arbeitenden Bevölkerung. Nicht? Das steht dann in demselben Text. Die Theorie wird in einem Volk immer nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung seiner Bedürfnisse ist. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Engels und Marx entwickeln also ihre wissenschaftliche Theorie und stellen sie dann dem Proletariat zur Verfügung. Hauptaufgabe des Korrespondenzkomitees in Brüssel ist es, die unwissenschaftlichen und doktrinären Auffassungen im Bund der Gerechten auszuschalten. Wie das funktionierte, wurde sehr deutlich, als Marx und Engels im März 1846 Wilhelm Weitling empfingen, der bekannte Frühsozialist. Weitling wurde dort von beiden Herren bewusst erniedrigt und beleidigt. Pavel Anenkov, der dabei war, hat später in der Vjesnik Evropi genau über dieses Gespräch berichtet. Ich zitiere ein paar Sätze. Marx sagte, Zitat, sich an die Arbeiter wenden ohne streng wissenschaftliche Ideen und konkrete Lehren sei gleichbedeutend mit einem leeren, gewissenlosen Spiel mit der Propaganda. Dann gibt noch was ein. Und dann, die bleichen Wangen Weitlings färbten sich und seine Sprache wurde frei und lebhaft. Mit vor Erregung zitternder Stimme begann er zu beweisen, dass vielleicht seine bescheidene Vorbereitungsarbeit für die gemeinsame Sache von größerer Wichtigkeit sei als die Kritik
und die Kabinettsanalysen, die entfernt von der leidenden Welt und den Drangsalen des Volkes entwickelt werden. Die letzten Worte brachten Marx endgültig in Wut. Er schlug in voller Wut mit der Faust auf den Tisch, dass die Lampe darauf zitterte, und aufspringend rief er: Niemals noch hat die Unwissenheit jemanden genützt. Wir folgten seinem Beispiel und erhoben uns gleichfalls. Ende Zitat. Hier in diesem Abend in Brüssel wurde ein Teil der Arbeiterbewegung in Gestalt des Schneiders Weitling zum ersten Mal mit dem Führungsanspruch der Arbeiterbewegung, der Führungsanspruch der Wissenschaft konfrontiert. Die Wissenschaft maßte sich eine autoritäre Haltung an und beendete das Gespräch mit einem arroganten Ausruf. Marx und Engels wollten keinen Dialog mit Weitling, sondern sie wollten ihn ausschließen. Im Bund der Gerechten gab es gemischte Reaktionen auf die Entmachtung Weitlings. Otto Lüning, ein Mitglied des Brüsseler Komitees, schrieb an Marx und Engels, Zitat, sie schlagen auf alle los, sie, also Marx und Engels, sie schlagen auf alle los, die irgendwie von ihren Ansichten abweichen. Und zwar stellen sie dieselben dann häufig gleich so dar, als wären sie fortan für die Zeit ganz unbrauchbar und müssten so schnell wie möglich aus den Reihen der Bewegungsmänner herausgeworfen werden. Ende Zitat. Und das Londoner Komitee schrieb ein paar Wochen später an Marx und Engels, ihr habt recht, wenn ihr die philosophische und sentimentale Richtung des Kommunismus bekämpft, sobald sie einseitig sind oder werden und sich ausschließend geltend machen wollen und sich ausschließend geltend machen. Aber ihr müsst auch vermeiden, einseitig zu werden. Und ihr werdet es, wenn ihr die Möglichkeit des Kommunismus bloß auf die wachsende Not der Arbeiter und die Vervollkommnung der Maschinen etc. gründen wollt. Nicht alle sind große Nationalökonomen wie ihr, verlangt daher auch nicht, dass alle den Kommunismus auffassen sollen, so wie ihr es tut. Ende Zitat. Die Londoner Kommunisten sahen den wissenschaftlichen Sozialismus nur als eine Theorie aus mehreren. Sie wünschten ein friedliches Nebeneinander der verschiedenen Auffassungen. Außerdem meinten sie, dass der Kommunismus mehr braucht als nur eine ökonomische Begründung. Kurz, sie glaubten, dass Marx und Engels der Bewegung von großem Nutzen sein könnten, aber sie waren nicht bereit, sich als einen naiven Volksboden zu betrachten. Obwohl der Bund der Gerechten sich kurze Zeit später in den Bund der Kommunisten umbenennen würde und obwohl die Organisation das von Marx und Engels konzipierte Manifest der Kommunistischen Partei akzeptierte, hat die pluralistische Grundhaltung der Londoner Führung bis zuletzt fortbestanden. 1851 schrieb Engels rückblickend, als alles vorbei war, an Marx: Haben wir nicht seit so und so vielen Jahren getan, als wären Kreti und Pleti unsere Partei, wo wir gar keine Partei hatten und wo die Leute, die wir zu unserer Partei gehörig rechneten, wenigstens offiziell, mit dem Vorbehalt, sie unter uns unverbesserliche Dummköpfe zu nennen, auch nicht die Anfangsgründe unserer Sachen verstanden? Also es zeigt sich hier, dass er sich bewusst wird, dass die ganzen theoretischen Ideen von Marx und Engels, von ihm und von Marx, dass die nicht wirklich aufgenommen worden sind im Bund der Kommunisten. Die Kluft zwischen der proletarischen Erfahrungswelt und dem wissenschaftlichen Sozialismus ist in den 170 Jahren danach nicht verschwunden. Auch in den späteren kommunistischen und sozialistischen Organisationen galt, dass sogar in sehr politisierten Situationen die große Mehrzahl der proletarischen Mitglieder Theorie betrachtete als etwas ganz Erhabenes, etwas für ein paar brillante Klugscheißer. Den einfachen Genossinnen an der Basis ging das wenig an, so wurde gemeint. Ich denke, das Bemerkenswerte ist immer wieder gewesen, dass die großen Massen, auch wenn sie revolutionär organisiert waren, sich nur die Elemente der marxistischen Theorie zu eigen gemacht haben, die nicht typisch marxistisch sind. Zum Beispiel die Idee, dass es fundamentale Klassengegensätze gibt, dass es Ausbeutung gibt, dass die Arbeiter ein Mehrprodukt produzieren, worüber sie nichts zu sagen haben, und dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur das Ergebnis ihrer eigenen Anstrengungen sein kann, das sind alles Einblicke, die wurden schon vor Marx und Engels von Arbeiterkommunisten ausformuliert und sind historisch das Ergebnis selbstständiger proletarischer Lernprozesse. Und gerade die Punkte, die wohl typisch marxistisch sind, zum Beispiel Lehre von Arbeitswert, die Theorie der Grundrente, der tendenzielle Fall der Profitrate und so weiter, die wurden von den Massen nie verarbeitet.
Und daraus ergibt sich für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für eine Neureflexion der sozialistischen Bewegung. Wie können wir versuchen, wissenschaftlich zu sein? Das müssen wir sein. Und darin können wir immer weiter aufbauen auf Marx und Engels. Aber das zu sein, ohne gleichzeitig zu sagen, dass wir die absolute Wahrheit im Pacht haben und damit so andere Betrachtungen, die in dieselbe Richtung gehen, aber unwissenschaftlich sind und vielleicht auch manchmal utopisch, wie können wir die dann auch noch in ihrer Bestehen akzeptieren und respektieren? Danke. Vielen Dank, Marcel. Ich habe die Mitteilung bekommen, dass wir ein bisschen überziehen dürfen. Also wir müssen jetzt nicht in 20 Minuten oder 25 Minuten Schluss machen. Ich möchte auf das, was Marcel zum Schluss angesprochen hat, eingehen, weil ich glaube, das ist ein Problem, das auch die anderen Teilnehmer am Panel ja beschäftigt. Ellen hat es beispielhaft gezeigt an dem Gespräch, das sie mit ihrer Verwandten hatte. Das Problem dieser Formierung, ja, eines Subjekts, das überhaupt über die jetzige Gesellschaftsordnung hinausdenkt. Und auf welcher Grundlage soll das geschehen? Zumal, wenn eben, Ellen hat das so formuliert, natürlich auch im wissenschaftlichen Sozialismus selber Illusionen natürlich mit enthalten waren. Aber das ist nicht das Wesentliche. Ich glaube, das andere, das ist diese Wie-Frage auch, die Inga aufgeworfen hat. Wie soll solch eine Zukunftsperspektive, und ich denke auch, da sind sich alle einig, das kann eigentlich nur die Perspektive Sozialismus sein. Wie kann das heute geformt, gebildet werden unter diesen elenden, furchtbaren Bedingungen? Wer möchte das Wort ergreifen? Eva? Ja, also ich denke gerade noch darüber nach, was Marcel gerade gesagt hat. Ich glaube auch, dass es richtig ist zu sagen, man muss jetzt zum Beispiel, wenn man es auf die aktuellen sozialen Bewegungen bezieht, ne, man muss sozusagen ernsthaft davon ausgehen, dass auch wenn man eine bestimmte wissenschaftliche Grundlage voraussetzt, jetzt beispielsweise eben den Marxismus als analytisches Instrument, muss man ganz klar davon ausgehen, dass man von diesen Bewegungen lernen muss und kann. Ne? Das, glaube ich, ist irgendwie gar keine Frage. Ich finde, das ist ja auch was in der marxistischen Tradition sehr wohl diskutiert wurde, auch dass es eben um Kontakt zur ArbeiterInnenbewegung auch geht, weil natürlich die Wissenschaft für sich genommen auch ganz schnell letztendlich zum Beispiel doch auch in bürgerliche Wissenschaft wird. Ne? Also dass es sozusagen auch um die Frage geht, kann man eigentlich Autonomie im Denken erreichen, wenn man diesen Kontakt nicht hat, sozusagen. Also insofern finde ich das sehr sympathisch und ich glaube, dass weiß gar nicht, ob das wirklich ein Streitpunkt ist. Gleichzeitig verstehe ich Marx und Engels schon so, dass sie ja nicht deswegen so sehr auf dieser Wissenschaftlichkeit des Sozialismus gepocht haben, weil sie Wissenschaftsfanatiker waren oder so, sondern weil sie ja gesagt haben, es geht letztendlich darum, dass das hier eine Anleitung zum Handeln ist. Und natürlich folgen aus verschiedenen grundlegenden Vorstellungen davon, was eigentlich gerade los ist, also von der Frage, wie man den Kapitalismus analysiert, auch sehr unterschiedliche Handlungsvorstellungen. Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus der Gegenwart. Macht eben einen Unterschied, ob man glaubt, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine CO2-Steuer oder ich weiß nicht was, und dann können wir die ökologische Krise oder auch die soziale Frage oder so klären, oder ob man
sagt, nein, aufgrund der Art und Weise, wie die kapitalistische Produktion organisiert ist, ist das nicht die Lösung. Ne? Es geht um ein anderes Problem. Insofern glaube ich schon, dass wir, also ich habe eigentlich häufig das Gefühl, wir haben auch verlernt, diese Debatten wirklich zu führen. Also das ist eher mein Eindruck, dass es in der Linken im Moment ganz häufig sozusagen, ich meine jetzt, sozusagen das Bedürfnis gibt, gerade weil es so viel Spaltung gab, gerade weil die Linke so geschwächt ist, das Bedürfnis gibt sozusagen zu so einer Art Harmonisierung, ja, wir wollen doch alle irgendwie einen Wandel. Ja. Was ich mir eigentlich wünschen wäre eine Debatte, die diese Differenzen ernst nimmt und auch benennt, um gemeinsam zu erarbeiten, warum bestimmte Wege eben hoffnungslos sind, sozusagen. Ja, also die ganze Kritik von Marx und Engels am so utopischen Sozialismus war ja nicht hauptsächlich sozusagen egoman getrieben oder so, sondern es ging ja wirklich um die Frage, ist das eine durchsetzungsfähige Perspektive, sozusagen, ja? Und da glaube ich eigentlich eher, dass wir sozusagen im Sinne der Freiheit der Kritik viel mehr Debatte bräuchten, die sich auch traut, diese Differenzen zu benennen. Und ich finde, das muss nicht immer so direkt bedeuten, dass man glaubt, die absolute Wahrheit gefressen zu haben, sondern das ist ja auch eine Form, die eigenen Positionen wirklich auch der Kritik auszusetzen und so das eben ja, sie selber zu durchdenken. Es gibt so einen Brief von Engels, da schreibt er, ja, ihr regt euch auf darüber, dass jemand so herrschsüchtig ist in seiner Art, aber sind wir nicht irgendwie alle herrschsüchtig? Letztendlich wollen wir halt, glauben wir halt, dass wir Recht haben und das müssen wir dann ausdiskutieren. Und ich habe das Gefühl, dass wir sehr defensiv sind in diesem gemeinsamen Diskussionsprozess. Das ist oft mein Eindruck eher. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich jetzt dieser Analyse zustimmen würde, weil ich glaube schon, dass es auch wichtig war, dass Marx und Engels mit so einer Vehemenz da vorgegangen sind, weil es, glaube ich, auch ein starkes Harmoniegefühl gab. Ne? Also in diesem Gefühl von wir haben Recht, wir sind nämlich empört über diese Zustände. Ich meine, Weitling hat ja auch schreckliche Dinge erleben müssen, weil er die Sache der Arbeiterklasse vertreten hat sozusagen. Und ich habe das Gefühl, Marx und Engels haben das auch anerkannt. Aber es ist auch, finde ich, in so einer Situation wichtig, sich zu trauen, diese Differenzen wirklich auszudiskutieren und nicht zu schnell in einen Prozess zu gehen, wo man sagt, naja, eigentlich wollen wir ja doch irgendwie alle das Gleiche. Ne? Und wenn wir jetzt in der Gegenwart schauen, wir haben so viele Probleme und auch soziale Bewegungen, die ja alle berechtigt sind, im Moment gegen Rassismus, die ganze Kolonialismusfrage, Feminismus, Imperialismus. Also es gibt so viele Themen, die da bearbeitet werden und trotzdem, glaube ich, für die Frage, was ist zu tun? Und wie können wir tatsächlich dauerhaft nicht nur handlungsfähig werden, sondern auch durchsetzungsfähig? Die differiert halt sehr, sehr stark. Und das kann man, finde ich, nicht wegreden. Da hilft es, glaube ich, nicht unbedingt was, vor allen Dingen darauf zu setzen, so wie das zum Beispiel in dieser Idee der Mosaiklinken war, zu sagen, Hauptsache, wir halten trotzdem irgendwie zusammen. Also das sollten wir natürlich trotzdem tun, aber wir müssen auch intern, finde ich, diese Diskussionen führen. Ja, das war mein Gedanke dazu. Dankeschön. Inga, ich habe dich auch angesprochen vorhin. Das ist ja die Wie-Frage. Okay, wir reden jetzt hier vor allem über die subjektive Seite der Geschichte. Was wäre deine Meinung dazu? Wie kommt so ein Sozialismusbewusstsein, so eine Perspektive in die Köpfe heute? Also zum einen glaube ich, also wenn man, waren ja Marx und Engels davon überzeugt, dass die objektiven gesellschaftlichen Bedingungen den Sozialismus zur objektiven Möglichkeit machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dieser Entwicklung durchaus, also dass diese objektiven Bedingungen weiterhin gegeben sind.
Und da kann man, könnten wir lang drüber reden, inwiefern sozusagen die Arbeiterklasse sich ausdifferenziert. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das haben. Und vor allem, dass wir es haben müssen, weil eben der Kapitalismus die Zivilisationsgrundlagen der Gesellschaft, in der wir leben, untergräbt. Du hattest gesagt, Arnold, also dass wir Subjekte oder wie es dazu kommen kann, dass Subjekte über das Bestehende hinausdenken, dass sie wieder entstehen. Nun, eine Zukunftsvorstellung haben ja alle Subjekte, und ich glaube, wenn wir uns das angucken, dann glaube ich, dass es dieses Hinausdenken über die Gegenwart gibt, aber es ist eben keine sozialistische Utopie, sondern es ist eine realkapitalistische Dystopie. Also der Begriff allein, auch bei Fridays for Future, überall taucht der Zukunftsbegriff auf, aber es ist eine Zukunft, die letzten Endes davon ausgeht, dass es keinen positiven Ausweg aus dieser Gegenwart gibt. Und darum haben wir es ja auch mit diesen ganzen, mit dem Aufschwung von postapokalyptischen Filmen zu tun und Serien und so weiter. Und das, was an Utopien existiert, das ist mein Eindruck, und ich glaube, da tendiere ich ein bisschen eher zu Ellen als zu Eva in dem Punkt, dass also diese Utopien in der Vergangenheit liegen. Also wenn man allein die bundesrepublikanische Gesellschaft sieht, also dass sehr viel des Nektars, den die AfD beispielsweise zieht, aus der Erinnerung existiert, dass es mal ein sozial abgesicherteres und ein egalitäreres Deutschland gab, sowohl im Westen als auch im Osten. Und dass sozusagen diese Rückorientierung natürlich und auch sozusagen man sich die Frage stellen kann, inwiefern sollte sich die Linke durchaus auch positiv auf die historischen Erfahrungen beziehen, die gemacht worden sind mit dem ersten Sozialismusversuch auf deutschem Boden. Weil ich glaube, mit einer reinen Abgrenzung davon ist es nicht getan. Und für viele ist sozusagen die Vorstellung davon, dass man zum Beispiel die Wohnungsfrage relativ lösen kann, dass es nicht normal ist, dass selbst professionelle Mittelklasse-Leute sich die Wohnung in Ballungsgebieten nicht mehr leisten können, dass das was ist, woran man anknüpfen sollte. Ich denke aber, also, dass was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass wir einfach bis heute in einem Zeitalter leben, das von einer Niederlage geprägt ist, dass die Dystopien, die so um sich greifen, ein Ausdruck davon sind, dass zwischen 1979 und 1989 im Prinzip die gesamten drei Säulen der Arbeiterinnenbewegung beziehungsweise der Stärke der Arbeiterbewegung hinweggefegt wurden. Also 1979 als dem Stichjahr des Volkerschocks, also letzten Endes der letzten Säule der neoliberalen Globalisierung, womit letztlich dann die nationalen Befreiungsbewegungen, die ja sozialistisch meistenteils orientiert waren, hinweggefegt wurden, dass aber gleichzeitig auch die Gewerkschaftsbewegung im Westen durch die neoliberale Wende hinweggefegt wurden und dass dann mit dem Zusammenbruch und der Niederlage des Realsozialismus eben auch noch diese Machtbalance auseinanderging. Und ich meine Machtbalance einfach ganz auch selbst, also für alle diejenigen, die keine Sympathien für die DDR oder die Sowjetunion hatten, auch die haben eine tiefe Niederlage erlitten, also von sozialliberalen Grünen über Sozialdemokraten bis hin zu Trotzkisten und Maoisten, einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Kapital nach 1990 natürlich die Lohnunterschiede, also diese neue industrielle Reservearmee im Osten ausbeuten musste. Von daher, und diese Niederlage, die beschäftigt uns sicherlich noch heute. Gleichzeitig erleben wir aber auch einen Aufschwung von sozialen Bewegungen. Also wir haben ja die größten Massenproteste wenigstens, also mindestens seit den 60er, 70er Jahren erlebt. Also als Anti-Austeritätsbewegung in Südeuropa, die jetzt die Klimabewegung, Black Lives Matter, Frank Deppe hatte ja auch darauf hingewiesen. Und gleichzeitig haben diese Bewegungen, und das glaube ich, hat die sozialistische Linke und die marxistische Linke eine besondere Bedeutung. All diese Bewegungen wissen, wogegen sie kämpfen, aber sie haben keine systemische Utopie als Vorstellung. Aber das ist natürlich auch in Verbindung zu sehen mit den Erfahrungen der Niederlagen. Und da, glaube ich, gibt es noch sehr viele dicke Bretter zu bohren. Mhm.
Dass die Formulierung keine systemische Utopie finde ich sehr gut, weil das ist genau das Problem, das ich sehe, mit dem natürlich, das wissen wir alle, die Linke weltweit zu kämpfen hat. Okay, vielleicht in einigen Ländern nicht. Ich habe von Wolfgang Erbe die Bemerkung im Chat zugeschickt bekommen, ohne revolutionäre Praxis, keine revolutionäre Theorie und Wissenschaft. Das ist sicher richtig, wäre meine Bemerkung. Aber es ist natürlich wieder so diese Huhn-Ei-Frage. Nicht? Ich denke schon, dass es um beides gehen muss. Klar, eine Bewegung kann man sich nicht backen, aber ich denke, das Bewusstsein, dass es eine vernünftige, friedliche Zukunft geben muss. Ja, mein Gott, das muss doch da sein. Und da gibt es auch eigentlich genug Kräfte, denke ich, die das mit uns zusammen vorantragen. Aber Ellen, vielleicht noch mal an dich auch die Frage. Worin siehst du das Hauptproblem, wie, ja, Inga hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben, diese Perspektive Sozialismus wieder in die Köpfe kommt. Ja, Arnold, wenn ich eine Antwort auf diese Frage hätte, dann würde ich dich bitten, mich für einen Nobelpreis oder sowas Ähnliches vorzuschlagen. Ich habe vorhin eine Sache vergessen, bevor ich trotzdem versuche, eine Antwort zu geben auf das Problem. Ja. Meine Gedanken zu sagen zu dem Problem ist präziser. Ich wollte mich bei Inga bedanken für den Artikel, der heute im ND gedruckt ist. Der ist sehr, sehr hilfreich. So, jetzt zu dem Problem. Ich glaube, wir haben bei dieser Frage eine Riesenhürde. Das ist, weil verkürzt und zusammengefasst dieses, ihr habt es doch auch nicht geschafft. Ihr hattet es doch, aber ihr habt es nicht geschafft. Und da kommen im Grunde genommen zwei Dinge zusammen, dass der gewesene sozialistische Versuch war nie so, wie heute seine Todfeinde behaupten, aber er war auch bei Weitem noch nicht das, was wir uns einbildeten, was er schon ist. Ich glaube, dass noch Zeit vergehen wird, bis diese Problematik, diese Frage, wir können uns ja darüber aufregen, dass das alles unter dem Schirm des Antikommunismus passiert, aber der ist da, dass diese Frage sozusagen ein Stückchen weit weg ist. Und ich glaube, das Wichtigste für uns heute, um den Gedanken wieder hin zu, um wieder mehr Gedanken aufkommen zu lassen an etwas anderes als den Kapitalismus, ist ein konsequenter Antikapitalismus. Und da liegt der Stoff jeden Tag auf der Straße. Jeden Tag auf den verschiedensten gesellschaftlichen Gebieten finden Dinge statt, wo wir immer wieder deutlich machen können und müssen, das sind die Grenzen dieses Systems. Weiter kommen sie nicht. Angefangen bei dem Widerstand, den es gegen den Mietendeckel meiner Partei in Berlin gibt. Und was alleine so eine Sache, ich weiß das von unseren Genossinnen und Genossen, die darüber berichten, für einen Kampf ist. Einer hat mal gesagt, das ist, als wenn du mit der Mafia zu tun hast. Und wahrscheinlich ist es ja auch nicht ganz falsch. Ich glaube, da können wir uns verständlich machen, weil das direkt anknüpft an die sozialen Erfahrungen der Menschen. Und Lenin hat mal gesagt, im Zusammenhang mit den sozusagen Ergebnissen des Brester Friedens und dem, was die Leute dann unter deutscher Besetzung erlebt haben, kein Argument ist so überzeugend wie die soziale Erfahrung. Ich sehe eine Riesenschwierigkeit. Ich sehe die Schwierigkeit nicht so darin, dass wenn man das will, man keine Argumente hat, mich immer wieder in die Richtung führen kann, dieses System kann es doch nicht gewesen sein. Das kann nicht die letzte Antwort der Geschichte sein. Das ist, dass die Medien
die sozusagen die bürgerliche Ideologie verbreiten, wie eine ideologische Dampfwalze sind. Und was haben wir dagegen? Also das ist auch ein materielles Problem. Und da weiß ich, also da reicht meine Fantasie wirklich nicht aus, um mir vorzustellen, wie man das knackt. Aber das ist ein Riesenproblem. Das ist auch keine Antwort, sondern eine Problematisierung deiner Frage. Tut mir leid. Darf ich auch noch was sagen dazu? Ja, gerne, Marcel. Ja. Ich mal einen großen Wurf. Ich denke, wir sind am Ende eines großen Zyklus von sozialistischen Experimenten. Also mal ausgehend vom 19. Jahrhundert haben wir Anarchismus gehabt, Syndikalismus, Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften natürlich, Sozialdemokraten, Kommunisten. Und all diese Bewegungen sind im Weltmaßstab eigentlich jetzt nicht am Ende vielleicht alle, aber doch sehr stark geschwächt. Weltweit ist jetzt der Organisationsgrad für Gewerkschaften ungefähr 6%. Sozialdemokratie weiß nicht mehr, wo es lang geht. Kommunisten sind zum größten Teil ausgeschaltet und so weiter. Und wir sind also in einer Übergangsphase, denke ich, an der Vorbereitung einer neuen sozialistischen großen Welle. Hoffe ich jedenfalls. Und in dieser Phase ist es dann sehr wichtig, dass wir uns die Erfahrungen, dass wir die nochmal durcharbeiten der letzten anderthalb Jahrhunderte und kritisch, selbstkritisch auch, und dann in der Tat hinausdenken über das heutige System. Und dabei ist es dann zum Beispiel auch wichtig zu sehen, dass der Sozialismus, der früher kurze Zeit erfolgreich schien, dass der sich auf den Nationalstaat konzentriert hat. Der Nationalstaat hat aber im Allgemeinen sehr viel von seiner Macht verloren, während es gleichzeitig keine transnationale Macht gibt. Das heißt, dass viele Protestbewegungen, die sich jetzt artikulieren, und Inga hat da schon einiges dazu gesagt und Eva auch, die sind negativ in ihrer Grundhaltung. Die können eigentlich nur sagen, wir wollen nicht dies, wir wollen nicht das, aber es gibt keine Adresse, wo man transnationale Forderungen hinbringen kann. Und wir brauchen transnationale Forderungen, denn wenn ein Ding auch klar ist geworden aus den realsozialistischen Experimenten, ist, es gibt keine Lösung auf nationaler Ebene. Wir brauchen eine globale Lösung, eine weltweite Politik. Das ist, glaube ich, eine Sache. Etwas, was dazu kommt, ist, dass es wurde ja schon mehrere Male gesagt, auch in der vorigen, im vorigen Panel, die herrschenden Ideen sind die Ideen der Herrschenden. Wir kennen diesen Aphorismus, aber er stimmt nicht. Historisch gesehen ist es bestimmt unrichtig zu sagen, dass die Beherrschten die Ideen der Herrschenden angenommen haben. Normalerweise hatten die ganz andere Ideen als die der Herrschenden. Und erst, das kann man sagen, durch Einführung der Massenerziehung, Schulsystem, Massenmedien und so weiter, hat im Laufe des 20. Jahrhunderts das Denken der Herrschenden mehr Einfluss gekriegt auf die Beherrschten. Aber trotzdem bezweifle ich sehr, ob nun wirklich die Ideen der Herrschenden wirklich ganz einverleibt sind von den Beherrschten. Da gibt es bestimmt noch viele Eigenwilligkeit, anderes subterrane Strömungen und Gedankengänge und so weiter, die wir aber alle verwahrlosen, weil wir so simpel gedacht haben über Ideologie. Und das wäre eine andere Aufgabe, glaube ich, die wir sehr kritisch angehen sollten. Ich habe das vorhin erwähnt, insbesondere Frank Deppe hat über die Grenzen dieses Katastrophenkapitalismus gesprochen, die jetzt sichtbar werden. Ich habe ja oft oder in vielen Diskussionen hört man dann, ja, dass viele Leute haben ein relativ illusionsloses Bild von der Gesellschaft. Sie wissen ja, wo sie leben und mit wem sie leben. Sie sehen aber eben keine Alternative. Nicht? Und das, also ist wieder dieselbe Frage in anderer Form. Das ist natürlich verstärkt, denke ich, durch
das, was jetzt verschiedene von euch angesprochen haben, also die Wucht der Massenmedien, das, was ja auch spontan als bürgerliche Ideologie ständig produziert wird, läuft ja darauf hinaus, ja, es sind barbarische Verhältnisse, furchtbare Verhältnisse, zumindest Verhältnisse, die man unbedingt verändern muss. Und wahrscheinlich geht bei vielen auch sozusagen schon spontan das so weit, ja, der Kapitalismus zerstört die Welt und im doppelten Sinn, also ökologisch wie eventuell durch einen Weltkrieg. Aber die Frage eben der Alternative, das ist nicht da. Und das war, sagen wir mal, ja, mindestens bis Mitte des 20. Jahrhunderts, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich eine andere Gesellschaft nur ein Sozialismus sein kann. Und bei den meisten, glaube ich, im weltweiten Proletariat war auch die feste Überzeugung, die wird auch kommen. Nicht? Nicht von selber, aber sie wird kommen. Und kann man hier an dem, was wir jetzt an diesen vielen, an dieser Vielfalt von Bewegungen haben, nicht anknüpfen? Kann man daraus mehr machen in dieser Hinsicht? Das wäre meine Frage. Ist dieselbe Frage in anderer Form, ich gebe es zu, aber wir haben eine Situation, in der ja wirklich das Empfinden auf den Straßen ist in vielen Ländern. Es geht einfach so nicht weiter. Eva hat es völlig richtig gesagt, aber eben nicht mit sozialistischer Perspektive. Nicht? Und da wäre die Frage im Sinne von dem, was Marcel ausgeführt hat, anknüpfen. Du hast es vorhin gesagt, Eva, natürlich, man muss mit denen diskutieren, aber lässt sich da nicht mehr machen? Eine Frage direkt an dich. Ja, also ich glaube, dass es dringend nötig ist, dass wir einfach deutlich machen, dass wir in all diesen Bewegungen, dass wir die Systemfrage stellen müssen, wenn wir tatsächlich all die Probleme, die wir in der Gegenwart haben, dauerhaft lösen wollen. Und dass es im Sozialismus um Individualität eigentlich geht, um die Entfaltung von Individualität, um die Möglichkeit, dass jeder und jede nach den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten agieren kann. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was mit Sozialismus für viele Menschen nicht verbunden ist. Und deswegen meinte ich, dass ich schon glaube, dass es tatsächlich um eine Aufarbeitung des Sozialismus im 20. Jahrhundert geht, und zwar in allen Hinsichten. Also Selbstkritik, aber jetzt im besten Sinne des Wortes. Also bisher, glaube ich, ist es so, dass die Linke lange Zeit vor allen Dingen zu Recht sich vom Stalinismus distanziert hat und sozusagen in diesem Sinne Selbstkritik geübt hat. Aber Selbstkritik ist ja eigentlich, dazu gehört ja mehr als nur sich abgrenzen, sondern eben tatsächlich auch ein Aufarbeiten und auch eine Frage, was wurde geleistet, woran ist es gescheitert und warum sollten eigentlich, und das ist, glaube ich, die Frage, die wir beantworten können müssen, warum sollten wir eigentlich heute bessere Möglichkeiten haben, als das im 20. Jahrhundert der Fall war. Und da würde ich tatsächlich sagen, es gibt ja weiter eine Produktivkraftentwicklung. Also wir haben eine starke Fähigkeit, die Kooperationsbeziehungen zu organisieren. Also wir haben ja Menschen, die jetzt gewohnt sind, in transnationalen Konzernen Dinge zu organisieren. Auch normale Beschäftigte, also bis hin zum Fließband, sind gewohnt, dass sie mal nach China fahren, um sich das Werk anzugucken, oder dass sie, wenn es schlimm läuft, in Ungarn oder Rumänien den ArbeiterInnen dort beibringen, was sie zu tun haben, damit das Werk bei ihnen selber geschlossen wird. Also ich will damit sagen, die sind ja mittlerweile international unterwegs. Und was Marcel gesagt hat, finde ich, ist tatsächlich ein großer Widerspruch. Wir haben sozusagen eigentlich keinen Internationalismus in den, noch nicht genügend Internationalismus in den Bewegungen eigentlich, noch nicht genügend Vernetzung. Das ist ja auch eine schwierige Aufgabe. Aber eigentlich haben wir ein hohes Maß an Internationalität in der Arbeit selbst. Und die ArbeiterInnen sozusagen sind das gewohnt, sich damit zu hantieren.
Ich habe das in dem letzten Panel die ganze Zeit gedacht, dass wir, dass ständig diese Fragmentierung sozusagen diskutiert wurde, aber der Satz, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie auch unsere Herren aus dem alten Arbeiterlied, das ist ja etwas, das gab es auch schon immer. Also das ist auch nicht was völlig Neues. Und wir hatten halt den Klassenkompromiss, wir hatten auch sozusagen ein stark bestochenes Proletariat im Westen, aber seit den 90ern und dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus ist ja auch die Arbeiterklasse hier immer mehr in der Defensive. Also es wurde alles abgebaut, was man an Sozialstaat mal irgendwann erkämpft hatte. Und es gibt auch extremen Druck auf die Löhne und so weiter. Es gibt eine immer stärkere Angleichung. Und ich glaube, dass die ArbeiterInnen das auch immer stärker zu spüren bekommen. Damit reagieren sie im Zweifelsfall mit Antisemitismus oder mit Nationalismus oder was auch immer, das ist schon richtig, aber unsere Aufgabe wäre es, da eben auch eine internationale Perspektive aufzumachen. Und ich habe den Eindruck, zum Beispiel beim letzten Panel bekommen, und das habe ich häufig in linken Debatten, wenn wir selber uns nicht an die materiellen Voraussetzungen halten und sagen, wenn wir gucken, was ist an sich gerade, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich objektiv, wenn wir sozusagen nicht stark machen, die objektiven Bedingungen sind besser denn je, eigentlich sind sie besser denn je, warum sollte dann irgendjemand sonst das wissen oder glauben? Und ich finde, dass die Linke dafür auch nicht mehr eintritt. Also wir treten gegenüber zum Beispiel den Gewerkschaften und so weiter nicht selbstbewusst mit der Perspektive ein, wir können tatsächlich einen Sozialismus machen, weil die Bedingungen besser sind denn je und mit einer materiellen Analyse der materiellen Voraussetzungen. Und da muss man wirklich sagen, das Kapital, wie Engels sagt, hat seine produktive Funktion wirklich verloren. Ja, das kann sich zwar immer weiter schön selbst vermehren, aber die Produktion organisieren, das machen schon sehr lange eigentlich die Beschäftigten, aber sie machen es leider unter Bedingungen, wo sie über die Produktionsmittel und die Ressourcen nicht wirklich selber verfügen können, wo sie nicht selber ernsthaft entscheiden können. Und wir müssen dafür eintreten, dass sich das ändert und deutlich machen, das ist eigentlich das, was mit Sozialismus gemeint ist. Ne? Also, oder was heißt gemeint ist, das ist das, worum es immer im Sozialismus ging. Eine Gesellschaft, die organisiert, dass wir den Weg bahnen können zu einer freien Gesellschaft und dazu gehört, dass wir uns die Produktionsbedingungen aneignen, nach und nach. Ja, also insofern, ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, immer wieder auch deutlich zu machen, die materiellen Voraussetzungen sind eigentlich besser als im 20. Jahrhundert. Und ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten 30 Jahren seit dem Untergang des Ostblocks auch immer deutlicher jetzt nach und nach es wieder möglich wird, darüber zu sprechen. Also wir waren jetzt halt einfach auch sehr, sehr stark in der Defensive und ich finde, die Bedingungen sind jetzt eigentlich wieder gegeben, um zu sagen, ja, es bedarf einer kritischen Aufarbeitung, aber kritisch heißt auch nicht einfach nur sich davon abgrenzen, sondern eben auch tatsächlich schauen, was wurde denn da versucht und was davon können wir wieder aufgreifen und warum haben wir heute gute Bedingungen, um das erneut anzugehen. Und die Corona-Krise hat das ja eher deutlicher gemacht, dass es diese Möglichkeit sehr wohl gibt, dass es möglich wäre, dass wir bestimmen, was wir tun und dass auch zum Beispiel staatliche Mittel völlig anders verwendet werden und so weiter. Ja. Vielen Dank. Ellen, du hast diesen, wie ich finde, ja eigentlich richtig gewaltigen Satz von Engels zitiert, der Kampf ums Einzeldasein hört auf im Sozialismus. Und ja, das ist ja eine Erfahrung auch für immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen. Ist das nicht so ein Dreh- und Angelpunkt, an dem man eben anknüpfen musste, wenn man eben das Bewusstsein wieder in Richtung einer vernünftigen Zukunft, einer menschlichen Zukunft lenken will? Also das, was Eva auch angesprochen hat und Inga hat es auch gesagt, also das, was wir im Umgang mit dem realen Sozialismus hervorheben, das muss noch ganz anders passieren. Oder wie würdest du das sehen? Arnold, verzeih mir, wenn ich deine Frage nur halb aufgreife. Das ist ein unheimlich interessantes Thema und deshalb ist es auch sozusagen mit ein paar Sätzen nicht getan.
Ich glaube, die Leute, die bewusst die DDR oder auch die Sowjetunion mit all den positiven und nicht positiven, mit all den sozialistischen und noch nicht sozialistischen Zügen erlebt haben, die wissen ja eigentlich ziemlich gut, was sie hatten und was sie nicht hatten und auch, was sie verloren haben. Es ist allerdings unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen ausgesprochen illegitim, das offen zu sagen. Also den aufrechten Gang, den wir ja alle nach 89 lernen wollten, den haben wir heute auch nicht unbedingt. Aber man könnte mal zu dem Thema auch extra was machen, haben und nicht haben Seite. Aber gestern war in der Jungen Welt ein hochinteressanter Artikel, Launige Utopie. Da ging es um das Verhältnis von Hax zu der Position von Ulbricht, von der relativ selbstständigen Gesellschaftsformation Sozialismus. Und da sagt Hax ausgehend sinngemäß, also ich gehöre nicht zu den absoluten Hax-Fans, aber war natürlich neben der Tatsache, dass er ein hervorragender Künstler war und ausgesprochen kluger Mann und auch Theoretiker, Hax sagt, also sein Interesse gilt dieser Situation und der Kommunismus interessiert ihn nicht. Ich traue mich das, was ich jetzt sage, kaum zu sagen, aber es wäre unredlich, es nicht zu tun. Ich glaube, dass wir heute Grenzen haben bei denen, die Sozialismus nicht erlebt haben und ihm entweder dem, was war, freundlich oder feindlich oder gleichgültig gegenüberstehen. So, es geht ja vor allem um die, die jetzt nachgewachsen sind, die zu gewinnen. Ich glaube, dass das im Moment unheimlich schwer zu vermitteln ist. Aber was zu vermitteln ist, ist, dass diese Gesellschaft nicht das Ende der Geschichte sein kann. Was zu vermitteln ist, ist, dass wenn man an eine andere Gesellschaft denkt als eine Möglichkeit für ein besseres Leben, im komplexen Sinne besser, dass man dann überleben muss und dass die Frage des Krieges steht. Und was im Zusammenhang mit der Frage des Krieges die NATO für eine Rolle spielt, welche Rolle Russland spielt, welche Rolle spielt das Verhältnis zum Beispiel der westlichen imperialistischen Staaten zu China. Was der Umgang mit Geschichte alleine, nächstes Jahr haben wir den 80. Jahrestag des Überfalls Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion. Wenn man sich anguckt, was da läuft, was da an Unverschämtheiten ist. Also ich glaube einfach, dass wir uns über den Sozialismus, wir müssen erstens am sozialistischen Ziel festhalten, ohne Wenn und Aber. Wie weit es im Moment alltagstauglich ist, den Leuten im Einzelnen Sozialismus nahezubringen und inwieweit wir es auch kennen, ist eine damit verbundene, aber qualitativ schon andere Frage. Aber die Frage, was wir tun müssen, damit wir überleben, um zu etwas anderem zu kommen, bei der Gefahr eines großen Krieges und bei der Gefahr von Faschisierung, weil der Kapitalismus offenbar mit den Formen der bürgerlichen Demokratie nicht mehr ewig hinkommt, um diese Anarchie und um diese Verkommenheit, die sich gesellschaftlich entwickelt, im Griff zu behalten. Ich glaube, darauf sollten wir uns mehr konzentrieren. Ich sehe bei dem anderen Grenzen. Nicht sehr populär, nur halb, also nicht sehr auf deine Frage eingehend, aber halt meine Meinung. Vielen Dank. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir zum Ende kommen müssen. Ich würde jetzt noch Inga und Marcel bitten, vielleicht noch mal zu dieser Frage sich zu äußern. Also ich habe hier, das lese ich vielleicht mal vor, einen Kommentar von Facebook bekommen. Also Fragen, direkte Fragen gibt es nicht, aber mehrere Kommentare. Kommentar zu Ellen Brombacher. Ronald M. Schernikau hat ja auf dem Kongress der Schriftsteller der DDR im März 1990 erkannt, Zitat, wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben, etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Soweit das Zitat. Prophetische Worte. Man müsste hier natürlich auch vor allem über die Aktualität des Anti-Düring von Engels
sprechen. Schon damals kam ja auch der Antisemitismus als konkurrierende Weltanschauung für zurückgebliebene Teile der Arbeiterklasse auf. Das jetzt mal weggelassen, aber wie kommt die Scheiße in die Köpfe und wie kommt sie wieder raus, Inga? Ja, natürlich muss sie auch von den Körpern, auf denen die Köpfe sitzen, gewollt werden. Aber wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass es eine objektive Bedingungen gibt, die dazu führen können, dass die Scheiße in den Köpfen auch sozusagen gewollt wird. Ich glaube, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass die Wege, mit denen man heute zu dem Marxismus als Ausdruck einer utopischen Perspektive, als sozialistischen Perspektive, die über den Kapitalismus hinausweist, vor dem Hintergrund der Niederlage, die ich vorhin beschrieben habe, anders ist. Also für Marx und Engels als Intellektuelle war es leicht, zum Marxismus zu kommen, weil die Gegenwart für sie marxistisch war. Ne? Lorenz von Stein und andere hatten schon beschrieben, am Beispiel von Frankreich, welche Klassenkämpfe existierten. Und sozusagen darauf konnte dann eine Theorie aufbauen, die diese Wirklichkeit dann sozusagen zu einem politischen Programm machte. Das Gleiche gilt auch noch für die gesamte Generation Bertolt Brecht und so weiter. Also sie hatten es mit einer vorwärtsorientierten, realgeschichtlichen ArbeiterInnenbewegung zu tun. Heute, wenn man ehrlich ist, also als junger Mensch, kommt man zum Marxismus eher auf theoretischem Wege und abstrakter Erkenntnis, aber nicht, weil man starke Klassenkonflikte erlebt, wie man sie vielleicht noch in den 70er Jahren erlebt hat. Das soll jetzt kein Schwanengesang sein. Wir erleben eine Reorganisierung von ArbeiterInnenbewegung, neue Arbeitskonflikte auch in Corona-Zeiten. Und trotzdem sind wir sehr weit entfernt von dem Niveau der Arbeitskonflikte der 70er Jahre vor dem Hintergrund der Niederlage, die zwischen 79 und 89 passiert ist, die ich vorhin geschildert habe. Und dann ist natürlich die Frage des Sozialismus, also dieser Perspektive, eine Frage der Partei. Also weil du fragtest, wie können die Bewegungen zum Sozialismus kommen? Ich denke, sie kommen das nicht ohne eine Art von Sinngenerator, wie es eine Partei ist. Mhm. Ich bin ich bin völlig mit Marcel einig, dass es globale Lösungen braucht. Sozialismus in einem Land funktioniert nicht. Aber eine globale Lösung setzt Linksverschiebung in den Nationalstaaten voraus. Und in diesen sind Parteien tätig. Und tatsächlich ja auch ist der Nationalstaat nicht machtlos, wenn wir uns mal die Spannbreite von Industriepolitik über Kriegspolitik bis hin zu Bankenrettung angucken. Also da sind doch sehr große Spielräume da. Und dann ist die Frage, was macht eine Partei und was machen gegenwärtige sozialistische Parteien? Und inwiefern sind sie sozusagen marxistisch? Also ich will das mal ein bisschen boshaft sagen. Also die Linkspartei, in der ich ja auch Mitglied bin, dort hast du, glaube ich, ein Verständnis von bei vielen Kadern, die eben häufig studierte Kader sind und aber nicht studierte Kader im Sinne von studierte Facharbeiter, die aus dem betrieblichen Kontext kommen oder die irgendeine Verbindung dazu haben, sondern Leute wie ich, die Politikwissenschaft studiert haben und dann letztlich direkt aus dem Studium in eine Parteikaderfunktion kommen. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein, aber ich glaube, man muss sich vor Augen führen, mit was für einem Bewusstsein man aus der Universität mit einem sozialwissenschaftlichen Studium kommt. In der Regel, man will die Welt verändern, man setzt auf Bewegung, man hat gelernt, Bewegungen sind wichtig und man guckt dann auf die Bewegungen, die existieren. Da können wir gleich zu sagen, was sind es für Bewegungen? Und vor allem, man hat gelernt in der Uni, Dinge immer ideologisch zu behandeln. Also man wollte wissen, wie funktioniert der Staat, was ist Demokratie, die richtige Definition von Demokratie ist jetzt irgendwie, sind Nazis gut oder schlecht? Solche Fragen. Und mit solchen ideologischen Fragen gehen viele Leute an Politik ran, viele linke Aktivistinnen und Kader, also sozusagen mit einer Vorstellung, dass die Leute fragen, bist du für oder gegen den Klimawandel, bist du für oder gegen Nazis, bist du für Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge, und dann komm doch mit uns mit, lass uns demonstrieren und dann werden wir eine große Menge und dann sind wir unteilbar und haben 250.000 Leute auf der Straße. Das ist alles wunderschön, wichtig, richtig, alles gut. Und trotzdem fehlt da oft ein Verständnis, dass Menschen nicht durch ideologische Fragen bewegt werden, sondern durch Interessen, materielle Interessen, dass man Leute Interessen haben und sich um die kümmern wollen, bevor sie sich Gedanken machen, ob sie jetzt gerade mal für oder gegen Flüchtlinge sind. Und von daher
ist es natürlich eine Frage, wenn du eine Partei hast, also oder viele Kader, die aufgrund ihrer akademischen, ihrem akademischen Hintergrund und einem Bewegungshintergrund sich Transformation vorstellen, dann denken sie, letzten Endes haben sie eine vage Vorstellung von, ich sag's mal so überspitzt, Fridays for Future plus Ende Gelände plus Unteilbar plus Seebrücke plus Black Lives Matter mal MeToo und andere unten andere soziale Medienkampagnen ist gleich irgendwie eine kritische Masse, die sozial-ökologische Transformation hervorbringt. Und das, glaube ich, hängt aber tatsächlich mit der Kaderzusammensetzung linker Parteien zusammen. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Proletkult hier predigen will, aber ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn eine Partei nicht ein Bewusstsein dafür hat, dass jede Veränderung nicht ohne, also wenigstens nicht ohne die organisierte ArbeiterInnenbewegung herbeigeführt werden kann. Also das ist, glaube ich, die Lehre ja der neuen sozialen Bewegung, dass die stark wurden, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Arbeiterbewegung in die Defensive geriet, weswegen wir dann das Dosenpfand bekamen und das Binnen-I und aber nicht irgendwie die totale Sozialisation der Reproduktionsarbeit, wie Engels es forderte, oder den Ökosozialismus. Und ich glaube sozusagen, darüber muss man reden, wie muss eigentlich eine Partei heute strukturiert sein und wie kann man die existierende Linkspartei in einer Weise auch reformieren, dass sie eine stärkere Verankerung da hat, wo tatsächlich die Widersprüche des Kapitalismus am stärksten wirken und wo auch die Gegenmacht existiert, diesen Kapitalismus zu überwinden. Vielen Dank, Inga. Marcel, möchtest du daran anfangen? Ja, ganz kurz. Ja. Ich glaube, von der Linken in Deutschland weiß ich nicht so viel, aber ich glaube, ich bin mit Inga einverstanden. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die jetzt sehr wichtig sind. Eins ist, dass exemplarische Politik gemacht wird und das dafür braucht man natürlich auch Parteien, die zeigen, dass man die Welt verändern kann im sozialistischen Sinne, ohne jetzt gleich explizit sozialistisch sein zu müssen. Aber das ist einen Lernprozess fördert. Und das andere ist, wir sollten auch theoretisch, konkret politisch-theoretisch versuchen, eine reale Alternative zu entwickeln. Früher war es sehr einfach, das habt ihr ja schon gesagt, man konnte dann auf die Sowjetunion verweisen und sagen, es gibt eine Alternative, sie war vielleicht nicht perfekt, es war sicher nicht perfekt, aber es gab etwas, das gibt's nicht mehr. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, glaube ich, eine neue Alternative zu entwickeln, die auch kritisch evaluiert, was im real existierenden Sozialismus falsch gegangen ist, um damit zu zeigen, dass es möglich ist, eine funktionierende Gesellschaft zu entwickeln, jenseits des Kapitalismus. Das sind die zwei Hauptaufgaben, glaube ich. Vielen Dank. Ja, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, aber bevor ich das Panel sozusagen offiziell beende, euch noch einen Kommentar wenigstens vorlesen von Katrin Otte. Aus dieser Debatte nehme ich mit, wir sollten die Debatte um, Anführungszeichen, sozialökologische Transformation oder so ähnlich, zwingend mit der Frage nach dem anzustrebenden Ziel einer demokratischen Planwirtschaft verbinden. Und auch richtig hier geklärt, dies können wir nicht ohne eine nachträglich kritische Auswertung der Erfahrungen des DDR-Sozialismus. Wenn wir die Linke, kleingeschrieben und Linke großgeschrieben, klar für eine basisbetriebene Wirtschaftsdemokratie mit grundlegender Umwälzung der Eigentumsverhältnisse als offenem Diskurs mit der notwendigen Abgrenzung vom Staatssozialismus praktizieren, können wir nur gewinnen, meine Meinung. Also so viel das nochmal. Ganz einverstanden. Auf den Weg. Vielen Dank und damit ist das Panel beendet. Dankeschön. Danke. Musik.